Wie jetzt? Du hast doch gewonnen gegen die Bayern. Dann kann. Es ist also. Okay. Ja, dann schick mir das Video. Ja, wir zeigen es nicht, ist privat, okay. Aber schick's einfach. Eddie will's auch sehen und Tobi. Okay. Tschüss, Nico. Schön, dass ihr da seid. Familienfeier bei Nico Backspin heute. Schickt er das Video? Warte, lädt noch. Er soll es direkt in die Regie schicken, dann können die das hier hochspielen. Ja, ich lade es weiter in die Regie, warte. Ich glaube, das ist privat, das Video. Regie-Slack. Ist doch egal, wir sind ja hier unter uns. Regie, bei euch kommt gleich ein Video rein. Quasi. Könnt ihr ruhig mal zeigen, das ist von Nikos Privatfeier, auf der er war. Da ist er doch. Da ist er. Der Lambada. Ja, toll, toll. Schön. Toll, ja. Toll, ja. Klasse. Freut mich. Ausgelassene Feier. Mhm. Man muss ja sagen. Ausgelassene Feier, oder wie ich sagen würde, jede Feier lasse ich aus. Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass Nico seine Termine vorher macht. Und er sagt uns ja vorher, wann er kommt. Hat er einfach gesehen im Spielplan wahrscheinlich hier Spiel gegen Bayern. Ja. Da nehme ich was anderes vor. Hat er auch geschrieben. Er hat wirklich noch geschrieben. Hat er sich so auf Twitter? Ja, das ist auf Twitter auch gemeint, geschrieben. Gemeint, kein Spiel interessiert mich weniger als dieses hier. Ja. Mhm. Und in dem Moment, wo es auf einmal, wie jetzt? Ah, fuck. Okay. Wobei, er hat es, glaube ich, tatsächlich nicht live geguckt, so wie ich das in der WhatsApp. Er hat dann eingeschaltet. Er hat dann eingeschaltet, aber er hat wirklich versucht, dieses Spiel zu ignorieren. Ja. Was ja auch schon so ein bisschen. Props gehen raus an meine Schwiegermutter, die hat eine Dauerkarte bei Werder Bremen, aber die lässt das Spiel gegen Bayern immer aus jedes Jahr, weil sie sagt, das brauchst du nicht angucken, das geht eh verloren. Die war gestern während des Spiels im Kino. Ohne Empfang. Was sind das für Erfolgsfans, ganz ehrlich? Das, so funktioniert das nicht. Naja, wenn du seit September 2008 gegen die Bayern jedes Mal eigentlich nur auf den Sack bekommst, in jedem Spiel. I don't care. Das ist schon du nicht dass der Termin, auf den du dich am meisten freust, sagen das wir mal mag so. Sein, aber du gehst da hin und unterstützt deinen Verein, no matter what. Ja, Mann. Dann hast du es nämlich auch nicht verdient. Wenn du nicht in der Lage bist, ein bisschen zu leiden, hast du den Triumph nicht verdient. Ich glaube, als Werder-Fan hast du auch als Dauerkarteninhaber auch ohne die Bayern-Spiele in den vergangenen Jahren genug gelitten. Nein, ich glaube, das ist doch das kleinste Leid, was du als Werder-Fan hattest in den vergangenen Jahren, diese Niederlagen gegen den FC Bayern. Aber wir sind ja jetzt schon direkt im Thema. Ja, dann lass uns da doch einfach bleiben. Ja. Entspricht nicht. Im Thema. Zu 100% die Tagesordnungspunkte, aber wenn wir jetzt hier schon so viel über den Bremer Triumph in der Allianz Arena sprechen, dann machen wir natürlich auch weiter, weil das ja auch total spannend ist, weil wir haben ja ein Titelrennen dieses Jahr. Ist ja nicht so, dass die Bayern, oh, die stolpern mal, aber mir doch egal, die führen eh mit 100 Meter im 200 Meter Lauf. Mhm. Deswegen ist das sportlich auch sehr, sehr interessant und natürlich auch das Leverkusener Ergebnis spielt da nochmal eine Rolle. Aber kommen wir erstmal zum Bayern-Spiel. Ja, die Bayern fast unverändert, nur Davies hat Müller ersetzt, also in Bestbesetzung kann man sagen, Guerrero durfte wieder ran, Goretzka erneut auf der Bank und man dachte schon, ja komm zu Hause gegen Bremen, da kriegst du richtig Punkte bei Kickbase und die Bayern haben aber sich sehr schwer getan gegen tiefstehende Bremer und ich fand, dass von Anfang an Bremen es geschafft hat, nach Balleroberung schnell nach vorne zu spielen, dann insbesondere über Weiser, auch Woltemade, der gut den Ball verteilt hat, aber auch Ninja hätte ich beinahe gesagt. Jinma, der ja auch sehr, sehr schnell ist, der dann die Räume, die natürlich dann die Bayern auch bieten, mit seinem Tempo auch gut bespielen konnte. Und die kamen dann relativ häufig zu vielversprechenden Situationen, die Bremer. Haben ja auch noch ein Tor geschossen, was dann, wo dann noch ein Foul vorausgegangen ist, was dann per VAR nochmal zurückgenommen wurde. War auch okay, war ein Foul am Musiala, trotzdem natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber da hat man schon recht früh gemerkt, dass heute vielleicht was gehen könnte, sofern Bremen dann die Kräfte nicht nachlassen und die Bayern keine Mittel finden. Und so war es am Ende auch. Das war ja deine Voraussage, ne, im WhatsApp-Chat, als Nico irgendwann gefragt hat, spielen die echt so gut? Mhm. Hast du ja ganz trocken und emotionslos, wie wir dich kennen, gesagt, naja, aber denen geht nach hinten noch die Kraft aus. Ich habe gesagt, sie spielen gut. Sie spielen gut. Aber du hast auch nicht damit gerechnet, dass sie das über die Zeit retten. Nee, habe ich auch nicht damit gerechnet. Also in den ersten 60 Minuten haben sie es ja auch super gemacht. Eigentlich ersten 75 Minuten. Wirklich im 5-3-2-Zentrum komplett geschlossen. Die Bayern mussten immer wieder auf die Flügel raus, haben da gar keine Mittel gefunden. Und dann in der Schlussphase, fand ich, sind sie schon ein bisschen müde geworden. Also dann war es ja schon so, dass sie am Ende im eigenen Strafraum standen. Ist ja auch völlig klar, wenn du gegen Bayern in München 1-0 vorne liegst, dass dann die Bayern alles nach vorne werfen. Und dann war es dann so die Bayern, die so ein bisschen bräsig dann das Spiel zu Ende gespielt haben.
mit einer ganz komischen, haben selber dann auf Dreierkette hinten umgestellt, plötzlich mit Sané und Coman auf Außenverteidigerposition. Sané hat man auch schon gesehen, als eben dann die Nachricht überbracht wurde, dass er jetzt Außenverteidiger spielen muss. Der hat nicht gelächelt, sagen wir es mal so. Der hat sich nicht besonders gefreut über diese Umstellung. Und dann in den letzten Minuten haben dann nochmal Sané, ist er nach rechts gegangen und Tell nach links und haben dann nochmal mit Schüssen versucht, aber das war gar nicht möglich, weil da jetzt 8 Werder-Spieler natürlich im Strafraum standen. Also war kein besonders gutes Spiel dann da hinten weg von den Bayern, aber meine Prognose, hast du recht, ist nicht eingetroffen. Also Werder ist am Ende nicht die Puste ausgegangen. Aber ich fand so gerade in den letzten 10, 15 Minuten hat es schon noch ganz schön viel gebrannt. Also ne, da sind die Bälle dauernd in den Strafraum gekommen. Am 16er, klar, hat dann so das letzte Kännchen Glück hat gefehlt, aber da hat der Zetterer noch mal einen rausgehauen. Ich glaube, einer war sogar noch an der Latte oder so. Tell noch mal ganz zum Schluss ein paar Zentimeter vorbei. Also, ich fand diese letzte Offensive von den Bayern, will ich sagen, dass es glücklich war für Bremen. Aber man kennt solche Endoffensiven von den Bayern auch. Und dann kullert er noch mal rein und so. Dann sagt man immer Bayern-Dusel. Dabei ist das dann ja auch oft erzwungen. Also Das sah jetzt nicht so scheiße aus. Also ich habe allerdings auch die erste Halbzeit nicht gesehen, muss ich sagen. Deshalb kann ich das nicht so ganz beurteilen. Aber so zum nach hinten raus schwamm Bremen schon fast, würde ich sagen. Ja, so, da war, glaube ich, selbstverständlich gegen die Bayern. Es gab jetzt aber auch nicht diese eine hundertprozentige Chance, wo man sagen muss, Mensch, die muss der Kane aber machen oder die muss jemand anders machen. Da waren viele so Dreiviertel-Halbchancen dabei, so Abschlüsse dann von Sané oder irgendwie im Strafraum unter Gegnerdruck. Da haben die Bayern, sagen wir so, sich schon mal besser angeschaltet in dieser Saison. Und das ist ja auch jetzt der Konsens in München, dass das eine unerklärlich schwache Leistung war. Mhm. Ja, aber die kommt natürlich zu einer Zeit, wo so ein bisschen Druck drauf ist. Wir haben das schon häufiger mal drüber gesprochen, obwohl die Bayern eine gute Saison spielen, nur von Leverkusen überschattet, die eine absurd gute Saison spielen, ist da immer Unruhe. Gefühlt ist auch schon vor dem Nagelsmann aus irgendwie so ein Moment bei den Bayern, dass man sagt, okay, die haben sich gefunden, das ist jetzt souverän. Selbst wenn die Punkte stimmen, irgendwo hat man immer das Gefühl, es ist Unruhe drin. Und so Spiele wie dieses jetzt, in der Situation, wo der Meisterschaftsdruck hoch ist, das sorgt natürlich für zusätzliche Unruhe. Tuchel stellt sich jetzt auch nicht schützend vor seine Mannschaft, sondern er sagt auch schon, das ist für ihn auch schwer zu erklären, warum das nicht funktioniert. Also da brennt es schon ein bisschen, ne? Es ist auch keine Ausrede mehr da. Also bei diesem 5-1 gegen Frankfurt zum Beispiel konnte man sagen, ja, da waren viele englische Wochen da, der halbe Kader fehlt, man geht auf dem Zahnfleisch. Jetzt hat man sich aber eigentlich so ein bisschen verstärkt in der Winterpause, sind wieder alle da, man war jetzt eine Woche in Portugal, hat gemeinsam trainiert, Tuchel hat ja dann nochmal 10.000 Mal erzählt, wie toll dieses Trainingslager war und wie gut ihm das Training gefallen hat. Und dann kommt halt wieder so eine Nichtleistung dann am Ende bei raus. Mhm. Also wirklich eine Leistung, wo man das Gefühl hatte, die Mannschaft will mit halber Kraft irgendwie Werder Bremen besiegen, weil es wird ja schon irgendwie gut gehen. Also gerade in der ersten Halbzeit standen die halt in ihren Positionen, keiner hat irgendwas Spannendes gemacht und es ist nichts passiert, so in irgendeine Richtung. Und das ist natürlich zu wenig auch, um so einen Gegner, der an einem Tag wirklich eine sehr, sehr starke Defensivleistung zeigt, um den dann zu knacken. Und dann ist dann wieder diese Frage, wo kommen dann immer diese Schwankungen her? Wieso gibt es dann so in Saarbrücken, in Frankfurt, gegen Bremen jetzt zu Hause plötzlich diese kompletten Einbrüche, nachdem man sonst so souverän auftritt? Tja, das habe ich mich an diesem Wochenende auch gefragt. Ich komme immer wieder auf dieses unschöne Wort Mentalität zurück. Aber es ist, glaube ich, einfach so. Es ist eine Kopfsache. Es ist, also mir ist das jetzt auch bei dem Eintracht-Spiel aufgefallen, wo das so ähnlich war, wo ich denke, so, das ist, das hat ja nichts mit der, also auch gerade bei Bayern gegen Bremen, also wissen wir ja, es hat nichts mit der individuellen Klasse zu tun. Ne? Und wenn du sagst, die stehen rum, das sind halt so 2%, das reichen ja schon so 2 Prozentpunkte, wo du überlegst, ach, den hat ein anderer. Oder wenn du im Abstiegskampf bist, das ist dann ein entscheidendes Spiel, wo du dir denkst, egal ob der den hat, ich renne da trotzdem hin. So kleine, unbewusste Entscheidungen, wo du vielleicht ja so ein bisschen weniger investierst. Und dafür ist dann die Bundesliga doch zu eng beieinander, dass halt auch so ein Verein wie Bremen, das sind halt auch alles Profifußballer, die ihr ganzes Leben lang Fußball spielen. Also die schlägst halt auch nicht im. Ich schaue ja eine Phrase nach der anderen raus im Vorbeilaufen, aber es gibt halt keinen Verein in der Bundesliga, wo du auch als Bayern München nicht, gerade wenn die so hinten massiv stehen, das ist ja, das wissen wir ja schon seit langem, ist auch für die guten Mannschaften schwer,
zwei Viererketten zu überspielen. Aber ich bleib trotzdem dabei, sie hatten auch immer wieder Chancen und manchmal sind die Dinge halt, zum Beispiel auch der Freistoß von Sané, der war auch nicht so schlecht, ja. An einem guten Tag knallt er den in den Winkel, da geht er jetzt 20 Zentimeter drüber. Aber ich finde halt, ich weiß, was du meinst, ne? Es waren Situationen da, sie hätten das Spiel auch gewinnen können, aber während des gesamten Spiels war Bremen immer da. Ja. Und hat auch Situationen gehabt. Und es ist nicht so, dass Bremen diesen einen Glückskonter hatte, weil Upamecano ausrutscht und Ninja durch ist. Sondern die haben immer wieder das während des Spiels klar gemacht, wir sind heute hier, wir haben einen Plan. So, wir wissen, wie wir auch vors Bayern-Tor kommen können. Und das hat Bayern ja nicht verhindern können. Ja. Sie hatten Glück bei der Geschichte, dass das noch, gut, die Balleroberung wäre vielleicht ohne Foul nicht zustande gekommen, aber ein bisschen mehr Glück trifft er den Ball oder das Foul ist so wenig eindeutig, dass du es nicht per VAR korrigierst, hätte ja auch passieren können. So, also es war ja nicht nur die eine Szene, meine ich. Und deswegen, glaube ich, kann man schon davon sprechen, dass es nicht nur Pech war, sondern schon ein verpatztes Spiel und Bremen sich das auch mit einem klaren Plan, muss man auch ganz klar sagen, verdient hat. Die haben eine Idee gehabt und die hat funktioniert. Ich wollte überhaupt auch nicht, ne, nicht, dass das so rüberkommt. Ich wollte Bremen da jetzt nicht. Nee, kam auch nicht so rüber, keine Sorge. Aber ich meine nur, das ist nicht so, dass ich würde nicht den Bayern jetzt nur Pech attestieren wollen und sagen, das hätte eigentlich sonst funktioniert. Ich frage mich auch, was da los ist, vielleicht auch so ein bisschen mangelnder Konkurrenzkampf. Das ist ja auch immer so eine Idee, die man hat, wenn es irgendwo nicht läuft. Wenn man sich mal die Bayern-Mannschaft anschaut, da kann ich dir gleich auch ein Gegenargument namens Leverkusen liefern. Aber wenn man sich mal diese Mannschaft anschaut, du hast in der Innenverteidigung im Prinzip nicht wirklich einen Konkurrenzkampf, weil Kim ist gerade nicht da. De Ligt ist eigentlich klarer Verteidiger Nummer 3 und Eric Dier ist als Auffüllmasse geholt. Dann hast du Leimer, der für Masraoui spielt und Davies, der eigentlich auch unantastbar ist. Da das Einzige hast du mit Guerrero und Goretzka, wo man aber auch merkt, dass Goretzka ein Typ ist, der Konkurrenzkampf annimmt und dann auch performt. Und ansonsten, du hast halt Serge Gnabry, der komplett raus ist, sodass auch Coman und Sané nicht in irgendeiner Form Konkurrenz haben. Kane ist sowieso gesetzt. Also vielleicht ist da auch ein bisschen zu wenig von hinten, was nachschiebt. Du kannst ja den Vergleich wirklich ziehen zu Bayer Leverkusen, weil das waren ja auch zwei sehr ähnliche Spiele, die beide Mannschaften am Wochenende bestritten haben. Mhm. Leverkusen mit dem klar individuell stärkeren Gegner, aber auch Leipzig hat ja einen sehr ähnlichen Matchplan verfolgt wie Werder, nämlich Zentrum schließen, sehr, sehr kompakt da stehen, den Gegner dann nicht aufdrehen lassen, immer wieder von hinten im Zweifelsfall das Foul ziehen und den Gegner dann nach außen lenken. So, Leipzig hat es in einem 4-4-2 gemacht, Werder in einem 5-3-2, sind aber eher so Detailunterschiede. Aber das war halt für beide Mannschaften schwer, den kompakten Gegner zu knacken. Aber Leverkusen bringt dann halt einen Teller nach der Pause, der eine sehr starke Leistung zeigt, dreht an so kleinen Stellschrauben, dass sie die Pässe auf Außen schneller spielen, dass sie dann schneller durchspielen, die freien Räume schneller durchspielen. Und bei Bayern hin wiederum kommt halt von der Bank Tell, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, klar, aber ansonsten nicht viel. Und dann auch vor allen Dingen die taktischen Wechsel gehen halt überhaupt nicht auf, fand ich. Also, dass du dann da hinten auf Dreierkette umstellst, das hat gar keinen Vorteil gebracht. Und du hast am Ende trotzdem immer noch auf die Flügel rausspielen müssen und bist von da nicht weitergekommen. Also, da hat dann auch so eine Idee gefehlt von außen, wie man da das Spiel noch für sich Entschuldigung, entscheiden könnte. Was dann auch so ein Unterschied zu Leverkusen ist, die dann das Spiel eben über Mentalität und aber auch taktische Wechsel drehen. Ich habe mich auch gefragt, ob es irgendwelche Parallelen gibt zur deutschen Nationalmannschaft. Weil man hat immer, also ich habe so das Gefühl, dass es ähnliche Probleme so gibt. Und es sind ja auch teilweise ähnliche Spieler. Und dann, aber ich weiß noch nicht, was der Schluss daraus ist. Sind die Spieler vielleicht gar nicht, ist ein Kimmich vielleicht gar kein Weltklasse-Spieler? Ist ein Sané vielleicht kein Weltklasse-Spieler? Ist ein Musiala vielleicht kein Weltklasse? Das kann es ja nicht sein. Weil die haben es ja auch schon bewiesen. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass unsere Nationalspieler, die auch bei den Bayern spielen, sagen wir es mal so positiv, wie es geht, dass sie vielleicht in einem Formloch sind seit einiger Zeit. Vielleicht sind die auch überspielt aufgrund der vielen, vielen Spiele, die sie in den letzten, ich sag jetzt mal, 2 Jahren oder so machen müssen. Vielleicht müssten die mal 2 Monate oder 3 Monate Wellnessurlaub machen oder so und wieder dann, vielleicht müssen sie dann zwar neue Konditionen draufpacken, aber nochmal Bock auf Fußball, Geilheit auf was auch immer kriegen. Vielleicht sind die einfach ausgelaugt, sowohl mental als auch körperlich so. Wenn du jede Saison irgendwie deine 40, 50 Spiele, ich weiß nicht, wie viele die machen, aber beim Bayern sind es natürlich die höchste Anzahl an Spielen, die du wahrscheinlich machen kannst, plus Länderspiele und so weiter. Ich versuche auch nur Erklärungen zu finden, warum eine Mannschaft, die so bestückt ist, und ich meine, Goretzka, Müller, Tell, Choupo-Moting, da sind ja jetzt auch keine kompletten Graupen eingewechselt worden, ne? Also irgendeinen Grund muss es geben, dass wir fast jede Woche hier darüber
diskutieren, dass die Bayern irgendwie nicht an ihre Topform kommen. Ja, sind, also in dem Fall sind es drei Feldspieler gewesen mit Kimmich, Musiala und Sané, die für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Der Rest waren ausländische Spieler, bis auf Neuer, den habe ich jetzt mal rausgelassen, weil der, wie gesagt, im Tor spielt. Aber ansonsten gilt ja dann durchaus für die anderen Spieler das Gleiche. Ist ja eigentlich auch egal, für welche Nationalmannschaft sie spielen. Von daher, ja, so oder so. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Trainer nicht so hundertprozentig mit der Mannschaft harmoniert. Aber das sagen wir jetzt auch schon zum vierten Trainer seit Pep. Ja, Ancelotti möglich, war nicht richtig, ja. Kovac war nicht richtig. Hansi Flick war erfolgreich, aber irgendwie auch nicht richtig. Jetzt ist Tuchel nicht richtig. Ja, was willst du denn? Ich weiß nicht, das heißt nicht richtig. Ich meine, ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so eine Einheit ist. Das ist manchmal so Kleinigkeiten, die so Beispiel, wenn du Alonso in Leverkusen, gut, das ist seine erste Saison, aber er hat auch letzte Saison schon übernommen. Also ist auch nicht viel länger da als Tuchel ist auch nicht viel länger da als Alonso. Aber was du gerade über Sané gesagt hast. Tuchel ist sogar kürzer da als Alonso. Kürzer so noch. Mhm. Was du gerade über Sané gesagt hast, dass er dann in den letzten Minuten Rechtsverteidiger spielt, wie der darauf reagiert. Kann natürlich jetzt auch an Sané liegen, aber ich stelle mir vor, wenn du hinter einem Trainer stehst und sagst, okay, ich vertraue dem, der hat einen Plan und das ist, der ist gut da drin in seinem Plan. Und der sagt mir, pass auf, du spielst jetzt, okay, dann mach ich. So groß kann dein Ego doch nicht sein, dass du nicht sagst, nee, ich spiele jetzt nicht mal 5 Minuten. Das ist lustig, dass du das erwähnst. Ja, weil ich stelle mir vor, wenn Alonso jetzt sagt, pass auf, du wechselst jetzt für 5 Minuten einfach mal, um was Neues zu probieren, um den Gegner zu überraschen oder was auch immer, wechselst du mal die Position, spielst nicht auf deiner angestammten Position, da rollt man doch nicht mit den Augen. Kann man auch wieder das Beispiel bringen, dass Wirtz dann zweite Halbzeit links außen gespielt hat. Ja, so. Es ist lustig, dass du es erwähnst, weil ich habe heute beim Frühstück, es gibt ein Interview auf Eintracht TV mit Dino Toppmöller, da wurde er gefragt, wer ist sein Lieblingstrainer oder Trainervorbild oder was weiß ich. Und da hat er gemeint, also Vorbild nicht, aber einen, den er cool findet, ist Mourinho. Und er meint so, weil jeder Spieler, der unter Mourinho irgendwie trainiert hat, nur in den höchsten Worten von den Trainern, und Mourinho es geschafft hat. Leider weiß ich nicht mehr, um welchen Spieler es ging, einen afrikanischen Stürmerstar zum Rechtsverteidiger irgendwann gemacht hat und der das ohne Mucken gemacht hat. Und das zeigt, was für ein Respekt die Spieler vor Mourinho hatten, hat er so erzählt. Mhm. Ich weiß nicht, wer es sein könnte. Und auch nicht, wer da gemeint ist. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er explizit gesagt, dass das halt auch zeigt, dass die Spieler ihm halt alles, also für ihn durch Feuer gehen. Und genau das Gleiche, nämlich auch ein Stürmer dann als Rechtsverteidiger. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Vielleicht ist das so, dass dann ein Sané sich denkt, oh, jetzt muss ich Rechtsverteidiger spielen. Und bei einem anderen Trainerverhältnis, weiß ich nicht, wenn Pep das sagt, der anders reagiert. Aber das ist natürlich alles sehr hypothetisch. Ja, so ist zumindest das Gefühl, was man so hat. Ne? Man steckt ja auch nicht in der Kabine. Mourinho wäre doch einer von Bayern. Ja, ich glaube, Mourinhos Pulver ist auch ein bisschen verschossen. Und der würde ihn nicht gerne in der Bundesliga mal sehen. Klar, für die Folklore, aber ich glaube nicht, dass er mit der Art und Weise, wie er Titel gewonnen hat, in München für... Zu defensiv, meint ihr? Ja, zu defensiv und... Zeit ist leider vorbei. Ja. Ich habe neulich einen sehr guten Artikel im Athletic gelesen, dass Mourinho eigentlich in der Nationalmannschaft jetzt übernehmen sollte. Das ist noch das, wo er vielleicht noch mal zeigen könnte, was er drauf hat und dann noch mal irgendwie einen internationalen Titel mit seinem defensiven Fußball gewinnt. Der ist doch noch nicht so alt. Er ist 60. Das ist doch im Trainerbusiness. Ja, aber der hat ja jetzt alles durch. Er ist jetzt bei Rom entlassen worden. Da ist er jetzt wirklich allen durch. Vielleicht noch Newcastle, wenn sie jetzt sagen, sie entlassen ihren Trainer. Aber ansonsten gibt es ja auch nicht mehr viele Optionen, wo er hin kann. Warum sollte Newcastle den Trainer entlassen? Die haben so viele Verletzte. Da kann nur der Trainer nichts für. Ja, also, es rumpelt. Und wir haben ja vorher die Tabelle gesehen und dachten dann immer so, ja, da die Bayern haben noch 2 Nachholspiele, die große Kluft da zwischen 1 und 2, die wird sicherlich noch geschlossen. Aber warte, du hast ja gerade noch das Fass Tuchel aufgemacht. Okay, bleiben wir noch. Weil ich finde das interessant, weil wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, die Mannschaft steht nicht hundertprozentig hinter Tuchel. Also bedeutet das im Sommer wieder ein Trainerwechsel? Oder siehst du das auch so mit Tuchel, dass da das Binnenverhältnis nicht so... Das weiß ich nicht, das war ich nicht zu beurteilen. Aber was ich glaube, ist, dass sie nicht Tuchel dann austauschen. Ich glaube, dass sie dann eher Teile der Mannschaft austauschen. Dass sie dann jetzt sagen so, okay, vielleicht sollten wir den Davis nicht verlängern, sondern zu Real Madrid ziehen lassen. Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir Kimmich nochmal so einen Vertrag geben und den vielleicht ziehen lassen, dass man da einen Neustart auf der Ebene wagt und dann da 3, 4 andere Spieler holt. Das kann ich mir momentan eher vorstellen, als dass man an Tuchel zweifelt, weil man ja auch gar nicht mehr Optionen hat. Also man hat ja jetzt mit Nagelsmann das größte deutsche Trainertalent schon verschlissen.
Es gibt Alonso? Alonso, ja, könntest du vielleicht von Leverkusen wegklauen, aber da ist ja auch, der schielt ja auch so mit einem halben Auge irgendwann mal auf den Real Madrid-Job zum Beispiel. Und auch Jürgen Klopp wird nicht ewig in Liverpool bleiben. Das sind ja auch zwei Vereine, an denen er hängt, Liverpool und Real Madrid. Also da auch nicht gesagt, dass der jetzt kommt im Sommer oder dass der jetzt frei wird im Sommer. Und dann hast du ja nicht mehr viele Optionen. Also Tuchel ist ja der letzte große deutsche Trainer, den du danach holen kannst. Aber vielleicht ist das die Lösung. Ja, aber vielleicht ist das die Lösung. Jürgen Klopp wird nicht zu Bayern gehen. Vielleicht müssen die Bayern auch nicht immer irgendeinen Altvorderen auf der Trainerbank haben, sondern vielleicht finden sie ja auch mal selber jemanden, der. Ja, aber wen? Sag mal wen. Also wen würdest du jetzt ersetzen? José Mourinho ist nicht der Richtige, der wird auch wahrscheinlich nicht kommen, weil er kein Deutsch spricht. Oliver Glasner, ja, das ist aber kein Trainer, mit dem der bei Bayern überlebt natürlich. Wenn du jetzt natürlich guckst, wir reden natürlich bei Bayern, da wird alles fünfmal gezoomt und fünfmal hingeguckt. Vielleicht hat auch ein Spieler vom VfL Wolfsburg am Wochenende die Augen verdreht, als Niko Kovac dann in der zweiten Halbzeit die Taktik umgestellt hat, aber das kriegst du ja nicht mit. Und bei Sané haben wir ja alle die Bilder fünfmal gesehen in jeder Zusammenfassung und Tuchel wurde darauf angesprochen und alles schießt mich tot. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Job auch und ganz andere Art, wie du da im Fokus stehst. Und das ist ja auch sowas, woran die letzten Bayern-Trainer zum Teil gescheitert sind, weil zum Beispiel Niko Kovac sich da in dem Fokus, der hat nicht mal die schlauesten Sachen gesagt. Sagen wir es mal, wie es ist, wenn man in dem Post überleben möchte. Mhm. Ja, der Druck ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderer. Und das habe ich auch mal so über so zwei Ecken, jemand, der den Nagelsmann kennt, hat das mir das mal erzählt, dass der schon auch erzählt hat, dass das ein richtig krasser Druck ist auf jeden Fall bei den Bayern, den du da aushalten musst als Trainer. Mhm. Das ist schon noch ein anderer Posten. Ja, gut, aber die Saison rechnen wir nicht mehr damit, auch einfach, weil jetzt niemand auf der Türschwelle steht. Bei Nagelsmann und Tuchel war es ja genau andersrum. Ne, da stand ja Tuchel gerade zur Verfügung und das ist vermutlich auch Nagelsmann zum Verhängnis geworden, weil der sportliche Niedergang war zu dem Zeitpunkt ja nicht so frappierend, dass man sagt, ich muss den Trainer jetzt sofort entlassen, sonst geht's nicht mehr weiter. Das war einfach vermutlich, weil man wusste, Tuchel ist auf dem Markt und der wird Begehrlichkeiten wecken und nicht ewig zur Verfügung stehen. Deswegen wurde das ein bisschen beschleunigt und das ist ja derzeit, wie du richtig sagst, nicht die Situation. Ich glaube, Alonso, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt mit der Vertragsverlängerung oder was auch immer, aber der hat ja eine Ausstiegsklausel, meine ich, für Bayern, Liverpool und Madrid. Ja, ich glaube, das war irgendwann korportiert für seine Clubs, wo er gespielt hat. Genau, und Madrid hat ja mit Ancelotti nochmal verlängert, also er wird jetzt nicht im Sommer zu Real gehen und Liverpool wird vermutlich auch nächste Saison mit Klopp starten. Der hat noch ein paar Jährchen, ja. Ne, sodass, das könnte passieren. Ne? Ich würde mich auch nicht wundern, wenn er noch Wirtz mitbringt. Zu den Bayern, ne, meine ich ernst. Und dann hätten die Bayern auch wieder Leverkusen bestraft für diese gute Saison. Auf die schlimmste Art und Weise verlieren Trainer und ihren Leistungsträger. Also wundern würde mich das nicht, aber. Ich bin ja, die habt ja die Frage auch schon nach den Spielern gestellt. Und ich bin da auch, was man aus München hört, wird die Frage da auch gestellt, ob man da jetzt eben seit Pep Guardiola keinen Trainer, warum man keinen Trainer mehr hatte, der wirklich da lange bleiben konnte. Klar, Hansi Flick war ein eigenes Kapitel, weil der sich mit Salihamidzic ist verscherzt und mit den anderen Granden da bei den Bayern. Aber da stellt man schon die Frage, ob man da das Richtige macht, wenn man immer wieder den Trainer austauscht und nicht mal die Spieler hinterfragt. Und die Frage stellt, warum diese Generation von Spielern nicht das wiederholen kann, was eben Robben, Ribéry, Schweinsteiger und so weiter 10 Jahre lang gelungen ist, nämlich die Bundesliga locker zu dominieren. Mhm. So, und ja, das ist das, was man da so hört. Und deswegen glaube ich halt nicht daran. Also natürlich, wenn jetzt Tuchel jetzt in der Bundesliga total abkackt, in der Champions League früh rausfliegt, dann ja, dann kann das passieren. Aber wenn er die Saison halbwegs persönlich zu Ende bringt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass am Ende der Saison da eher Köpfe auf Spielerseite als auf Trainerseite. Aber kann halt eine Saison ohne Titel werden. Wann gab es das letzte Mal von den Bayern? Fast letztes Jahr. Fast, aber de facto seit 10 Jahren. 2010 oder 2011? Ja. Also 13 Jahre lang. 2012, die letzte Heinke-Saison, da die dreimal Vize-Saison. Ja. Das ist schon krass. Ich möchte noch einmal kurz über Werder Bremen reden, ja, bevor unbedingt. Du überleitest. Weil die ein gutes Spiel gemacht haben. Das darf man nicht vergessen. Klar, wenn du als Werder Bremen gegen Bayern München verlierst, dann liegt es immer daran, dass Bayern nicht das perfekte Spiel macht, weil wenn Bayern und Werder das perfekte Spiel machen, gewinnt Bayern. Das ist einfach logisch. Aber auch die Aufstellung hat mir gefallen. Also da haben ja einige Werder-Fans auch schon auf die Aufstellung geblickt und oh Gott, oh Gott, oh Gott geschrien, weil Duxch gefehlt hat, Bittencourt hat gefehlt und der Doppelsturm stand dann als Woltemade Djinma, weil auch Boré nach diesem ganzen Transfer-Hickhack auf der Bank saß. Aber gerade dieses Woltemade mit Djinma zusammenspiel, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Woltemade hält da die Bälle, kann auch mit seiner Dribblingstärke mal helfen, dass die Abwehr auch rausschieben, durchatmen kann und Djinma geht da mit Vollgas durch. Und
muss man auch sagen, Mitchell Weiser hat da eine richtig geile Partie abgeliefert, ja. Hat nochmal Werbung in eigener Sache gemacht. Nicht nur für eine Vertragsverlängerung, wo es ja auch darum geht, ob er überhaupt noch bleibt in Bremen oder ob er nochmal eine andere Herausforderung annimmt, sondern auch so für die Frage, ja, wen könnte man vielleicht noch im Sommer mitnehmen? So, da ist eigentlich Mitchell Weiser jetzt seit 2 Jahren auf Rechtsverteidigerposition, einer Fünferkette wohlgemerkt, ja. Nicht einer Viererkette, sondern einer Fünferkette, der beste und konstanteste deutsche Spieler. Ja, und nicht nur wegen des Tores, sondern nee. Er hat davor auch schon viele starke Aktionen über rechts gehabt. Mhm. Und ja, hat da Davies auch ab und zu mal alt aussehen lassen, also hat für viel Schwung gesorgt. Auf jeden Fall, der war ja damals im Prinzip fast vertragslos, ne? Als er da in Bremen dann auflief und hatte gar keine besseren Optionen im Grunde genommen. Und der hat sich sehr gut entwickelt, muss man einfach auch sagen. Und ja, ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste. 29, ne? Ja, aber ist sicherlich auch für andere Vereine interessant. Genau, ja, auf jeden Fall wollen wir das nicht unterschlagen. Das haben wir vorhin, glaube ich, auch ein paar Mal erwähnt, dass Bremen wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja, wir wollen jetzt zum Meisterschaftskonkurrenten übergehen. Gleich sprechen wir über Leverkusen, die eine sehr, sehr schwere Prüfung in Leipzig zu absolvieren hatten. Und was da so bei rausgekommen ist, erfahrt ihr nach einer klitzekleinen Werbeunterbrechung. Dann gibt's hier Krieg im Kino. Ihr habt eine Dauerkarte fürs Kino, alle Streamingdienste, die es gibt, abonniert? Oder seht die Filme vor lauter DVDs in eurem Regal nicht mehr? Dann seid ihr bei Kino Plus genau richtig. Es hatte auch etwas Lüsternes, Voyeuristisches. Ja. Wir haben Tipps zu den angesagtesten Neuerscheinungen, Interviews mit Stars und Sternchen, Berichte von hinter den Kulissen, Quizze, Unterhaltung und vor allem eins, Meinung. Und es ist im besten Sinne des Wortes ein schöner Kitschfilm, eine richtige geile Rom-Com. Nee. Also Abo dalassen und keine Folge mehr verpassen. Und für die Serienjunkies haben wir den Bada Binge Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Hallo Leute, wir sind zurück. Jetzt geht es um den Tabellenführer Bayer Leverkusen. Da gab's ja einige Zweifel. An Leverkusen. Was? Was hast du? Nee, mach, sorry. Ja, ist gut. Ja, ich wollte nur, ich dachte, für einen kleinen Gag, lass ich mich gerne unterbrechen. Ist kein Gag. Also. Deshalb ist es eigentlich eine sehr lame Info. Ich wollte nur die Tabelle vorher angucken, damit wir die Ausgangsposition uns nochmal als Spannungsbogen, aber. Können wir ja gerne machen. So, also, was ich sagen wollte, ist, wir wussten natürlich nicht, ob Leverkusen die Rückrunde ähnlich erfolgreich, dominant, spektakulär bestreiten kann wie die Hinrunde. Zum einen, weil das ja manchmal so ist, dass Vereine in dieser Winterpause die Form nicht rüber retten können. Und zum anderen, weil natürlich durch den Afrika-Cup einige Spieler fehlen. Boniface hat sich oben drauf noch verletzt, fällt jetzt noch länger aus, als der Afrika-Cup geht. Dann natürlich in der Verteidigung Tapsoba, Kosunu, die fehlen. Und dann hatten sie ja das erste Spiel gegen Augsburg, wo sie Last Minute noch gewinnen konnten. Da hat man schon gemerkt, okay, da brauchten sie noch eine Schwung. Du müsstest jetzt aber auch mal auf die Tabelle eingehen, solange die da eingeführt sind. Du hast völlig recht, aber meine Überleitung ist so schön lang. Und dann jetzt gegen Leipzig. Vielleicht ist sie viel zu lang, ist mir egal. So, jetzt gegen Leipzig. Und das war ein richtig geiles Spiel. Mhm. 3-2 und auch da wieder Last Minute. Ein Siegtor in der was 91. Das ist das Glück, was du einfach dann auch manchmal brauchst, wenn du so eine Saison spielst. So. Sag mal, Etienne, wie sieht's denn eigentlich in der Tabelle aus jetzt nach diesem Spiel? Ja, vor dem Spiel. Moment. Ja, die ist richtig. Aber vor dem Spiel hatten die Bayern 16 Punkte und genauso viel 16 Spiele und genauso viel Punkte. Genau, jetzt haben sie ja verloren. Ja, richtig. Das ist man gar nicht gewohnt, so dass das passieren kann. Genau, und jetzt sieht man es, es sind schon 7 Punkte, was natürlich vor allen Dingen auch für die Bayern bedeutet, dass jetzt schon ordentlich Druck ist, weil sehr viel Ausrutscher. Die Bayern können nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. Die können nicht mehr aus eigener Kraft. Selbst wenn sie Leverkusen im direkten Spiel besiegen, sind sie dann immer noch einen Punkt dahinter, auch wenn sie gegen Union gewinnen. Und das ist nämlich, das bedeutet nämlich richtig Druck jetzt in jedem Spiel für die Bayern und die und Leverkusen immer noch, ich weiß nicht, ob es immer noch als einzige Mannschaft Europas ist, ungeschlagen, also noch keine Niederlage in fast 20 Partien in der Bundesliga, aber dieses Mal gegen Leipzig auch mit dem nötigen Dusel. Da muss man jetzt mit den Emotionen doch mal kommen, euch hier, muss ich jetzt hier die Emotionen in die Sendung reinbringen, was war denn das für ein Spiel? Was war denn das für ein geiles Spiel, wo du denkst, okay, jetzt
ist Leipzig am Drücker, dann kommt Leverkusen zurück, dann wieder Leipzig, dann Leverkusen. Aber das hast du schon eigentlich abgehakt, bis dann in der 91. Minute dieser Eckball da irgendwie durchflutscht auf Piero Hincapié. Der das Ding reinwuchtet. Also es war doch eine Explosion, wo man sich dachte, wow. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich gefreut für Leverkusen. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich ein bisschen gejubelt habe für Leverkusen. Und das ist ja auch ein Kompliment an die Mannschaft, die selbst mich, diesen emotionslosen Brocken, aus dem Stuhl hieven kann mit sowas. Weil ich drücke denen wirklich dieses Jahr die Daumen. Aber wie Tobi sagt, das war ein großartiges Spiel. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht, wenn man jetzt vorher sagt, oder du weckst jemanden, der irgendwie jemand liegt, auf Eis gelegt, 20 Jahre, und du wächst ihn gerade auf und sagst ihm, er spielt Leipzig gegen Leverkusen, wird er vielleicht sagen, okay, alles klar, lass ich wieder hin oder so. Aber das war wirklich zum Zuschauen sehr, sehr spannend, sehr, sehr schöner Fußball. Leipzig auch ein gutes Spiel gemacht, auch dieser Umschaltmoment, da muss dir doch das Herz aufgegangen sein nach der Ecke. Ja, das war Xavi, Olmo, muss Openda. Man sagen, die erste Halbzeit hat Leipzig einen richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Also nachdem wir sie zuletzt häufig kritisiert haben, woran sie auch häufig selbst schuld waren, haben sie jetzt in der ersten Halbzeit all diese klassischen Anführungszeichen, aber das, wofür halt der EB-Fußball irgendwann mal stand, kompaktes Verteidigen, Ballgewinne forcieren durch eben eine Aggressivität, durch auch eine Cleverness und dann dieses Umschaltverhalten. Das war schon großartig. Auch das Tor, was Olmo dann vorbereitet hat, das war ja auch so ein ganz klassisches RB-Ding. Das war schon wirklich, wirklich eine gute erste Halbzeit von Leipzig. Umso interessanter dann, dass Leverkusen da nach der Pause zurückfand. Also, dass sie dann nach der Pause eben diese Passschärfe wieder gefunden haben. So ein paar kleine Umstellungen, war dann häufig links draußen. Man hat das sind so eine Kleinigkeiten, aber wenn da natürlich ein Gegner ganz in der Mitte steht, dann kommst du da einfach nicht durch. Und da hat Leverkusen trotzdem immer wieder versucht, aber haben sie nicht geschafft. Und dann macht es einen Unterschied, wenn du dann den Ball auf außen rausspielst, ob du den erstmal so auf den Außenverteidiger spielst und der muss dann erstmal den Weg machen, dann schiebt der Gegner nach, du hast dann wieder, musst wieder zurückgehen. Oder du spielst halt direkt aus der Mitte, zack, Diagonalball in die Spitze rein auf den freistehenden Außenstürmer. Hat dann Leverkusen in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht mit einem sehr starken Wirtz. Mm. Und haben dann über die Standards, die sie sich dadurch rausgespielt haben, auch die beiden Tore geholt. Also man muss auch sagen, für Leverkusen, die ja hier fast schon mit einer ungewöhnlichen Startelf angetreten sind. Wir haben immer gesagt, die spielen fast immer mit den gleichen Leuten. Jetzt durch Afrika-Cup und Verletzungen und so weiter, hast du fast eine neue Dreierkette hinten gehabt. Du hast, gut, Schick hat jetzt schon ein paar Mal gespielt, aber der ist natürlich auch jetzt neu quasi noch in der Mannschaft. Relativ früh dann Teller reingekommen für den angeschlagenen Frimpong. Und dann denkst du dir ja auch so, okay, wenn du Leverkusen schlagen kannst, dann jetzt mit dieser vielleicht etwas durchmischten Startelf oder Elf. Und das ist ja dann für Leverkusen auch unheimlich gut zu sehen, ey, egal, wer da gerade reinkommt, die liefern auch irgendwie ab. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis neben den drei Punkten logischerweise gegen Leipzig, dass du auch auf die Bank vertrauen kannst. Mhm. Und da haben wir vorhin beim Bayern drüber gesprochen, das hat beim Bayern zum Beispiel nicht so, die Einwechslung nicht so gezündet. Und das ist, finde ich, war auch jetzt nicht von auszugehen. Aber ich glaube, ein Teller, der kam, glaube ich, kam der diese Saison oder letzte Saison? Diese Saison, aber der hat ja auch, was weiß ich, 20 Millionen oder so gekostet. Und das sind ja auch, oder ein Lotzek war letzte Saison einer der Top-Transfers, die diese Saison eigentlich keine Rolle spielen, aber für jeden anderen Bundesliga-Verein Top-Transfers, das darf man nicht vergessen, so 20 Millionen-Transfers oder so junge Talente, die einfach 20 Millionen kosten, das können ja nicht so viele Vereine in der Bundesliga stemmen. Also das ist schon auch eine Qualität, die man vielleicht so manchmal unterschätzt, weil die Spieler noch nicht so im Rampenlicht sind wie andere. Dann hast du mit Grimaldo hast du vielleicht die Entdeckung der Saison. Würde mich wundern, wenn der nächste Saison immer noch in Leverkusen spielt. Geht auch zu Bayern. Mit Alonso und Wirtz. Geht einfach die halbe Bayern-Mannschaft geht. Ja, kaum die ganze Mannschaft. Das ist eigentlich, glaube ich, das Simplere. Einfach ja. So ein Mannschaftstausch. Ja, also sie müssen ein bisschen aufpassen, ne? Du hast Frimpong jetzt, der vermutlich im nächsten Spiel wieder dabei sein kann, weil er wohl nur einen Pferdekuss oder sowas bekommen hat, aber das wäre schon wieder ein Ausfall und dann vielleicht fast noch schlimmer. Palacios ist auch verletzt ausgewechselt worden und das wird vermutlich ein bisschen länger dauern und den kannst du nicht ersetzen, weil dieser Spielstil in Leverkusen, das dieses Kurzpassspiel zwischen Palacios, Xhaka und Wirtz, mit dem die eben tiefstehende Gegner auch wirklich aushebeln können, das kannst du mit einem Andrich nicht spielen.
So, ja. Andrich ist ein anderer Spielertyp und du hast halt keinen Ersatz für Palacios, der das auf die Art und Weise machen kann. Deswegen, da fängt es dann schon an, weh zu tun. Und dann kommen wir nämlich genau in diesen Bereich, wo man schauen muss, wie viel, Achtung, jetzt kriegen wir es unter Adalas, kann Leverkusen verkraften, um trotzdem erfolgreich diesen Stil zu spielen. Ja, und ich würde dann auch dahingehend argumentieren, dass dieses Spiel natürlich sehr, sehr wichtig war für das Titelrennen und dieser Sieg auch sehr wichtig. Aber das ist ja auch kein nachhaltiges Siegen, was sie momentan machen. Weil klar heißt es immer, solche Spiele musst du gewinnen, um Meister zu werden. Das stimmt auch. Aber du brauchst auch zwischendurch mal wieder so ein lockeres 3-0, wo du dann nach der 60. Minute auch deine Leistungsträger auswechseln und schonen kannst. Weil das kommt ja noch hinzu. Leverkusen ist noch in 3 Wettbewerben vertreten. Anfang Februar geht der Pokal wieder los. Mhm. Dann kommt irgendwann die Europa League. Das wird noch aufregende Zeiten. Und ich habe jetzt den Afrika Cup jetzt nicht so genau verfolgt, aber ich glaube, die Spieler von Leverkusen sind auch nicht dabei, gerade auszuscheiden. Ja. Also Elfenbeinküste meine ich mit Kusunu zum Beispiel, muss gewinnen das dritte Spiel, sonst sind sie raus. Mhm. Also da könnte theoretisch das schon hättest einer, du gern. Ja, halt, stimmt. Ich drauf spekuliert. Der könnte eventuell früher als von allen erwartet zurückkommen, weil Elfmann Küste ist auch Gastgeberland, ne? Ja. Das wäre schon eine große Überraschung, aber das könnte theoretisch passieren. Muss ich mal kurz gucken, weil Tapsoba ist doch Burkina Faso. Werden sich aber wahrscheinlich verstärken. Ich lese gerade hier, Boya Iglesias soll als Boniface-Ersatz kommen von Betis Sevilla, 31 Jahre. Also letzte Saison, glaube ich, 15 Tore in La Liga geschossen. Diese Saison noch nichts. Ich habe es vorhin mal abgecheckt. Wäre halt sowas, ne, den wahrscheinlich nur eine Laie bis Saisonende, dass du halt jemanden hast, den da vorne reinstellen kannst. Über 30, oder? 31, ja. So ein klassischer. Also es ist jetzt kein Scouting, wo man sagt, der wird in Zukunft, sondern soll das direkt helfen. Das ist der zweite Punkt. Ich hatte das Spiel gegen Augsburg nur in Ausschnitten gesehen, jetzt das erste Mal wieder sie ganz gesehen, die Leverkusener. Man muss natürlich auch sagen, dass ein Stanisic, ein Hinkepi hinten drin, ist das schon ein Downgrade. Auch was Geschwindigkeit angeht, vor allen Dingen aber was das Aufbauspiel angeht. Da können sie einfach Kusunu und Tapsoba nicht 1:1 ersetzen. Und Schick vorne drin ist auch ein anderer Stürmertyp. Ich will jetzt nicht sagen schlechter als Boniface, aber einfach anders. Weil Boniface hat dann noch eine Körperlichkeit drin, der zieht immer so 2-3 Gegenspieler auf sich, weicht auch mal aus, bindet sich ein ins Aufbauspiel. Und Schick ist eher jemand, der sucht halt den Weg zum Tor. Der will halt an der Kette lauern und Vollgas geben. Ist jetzt keiner, der dann so mit dem Körper 3 auf sich bindet oder mal einen Gegner ausspielt. Und das ist dann gegen den tiefstehenden Gegner manchmal schon schwieriger jetzt für Leverkusen mit diesen Spielern, die einfach fehlen. Weil Kusunu, Tapsoba, Boniface, die ersetzt du nicht 1:1. Und das haben wir auch schon tausendmal gesagt. Eigentlich ist Leverkusen eine Mannschaft, die hat ein Spielsystem, eine Startelf und dann spielen sie durch. Und das ist jetzt geil, dass sie das zweimal hintereinander hinbekommen in der 19. Minute, aber jetzt müssen sie auch mal sich selbst zuliebe mal irgendwie mit ein, zwei Spiele folgen lassen, wo sie nicht 90 Minuten bis in die Nachspielzeit. Nächsten Spiele sind jetzt zu Hause gegen Gladbach, dann auswärts in Darmstadt, was unglaublich schwer ist. Mhm. Und dann zu Hause gegen Stuttgart. Die nächsten 3 Spiele von Leverkusen. Ja. Also recht anspruchsvolles Auftaktprogramm, wenn man bedenkt, jetzt gegen Augsburg, die sind ganz gut in Form. Ne? Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Das war jetzt auch kein Selbstläufer. Da Stuttgart muss man mal schauen, wie die dann drauf sind. Ja, ist der Pokal nur. Nur in Anführungszeichen. Ja, okay, stimmt, ja. Genau, ja, aber ich gehe bei dir mit. Das wird aber gerade, weil es ist Halbfinale, nee, es ist Viertelfinale. Viertelfinale, ja. Da wirst du ganz schön federn lassen. Also wirst du Kräfte lassen. Ja. Bin ich sehr gespannt, ob sie da wirklich die A11 aufs Feld schicken. Im Pokal Viertelfinale? Ja, bisher haben sie im Pokal nicht die A11 aufs Feld geschickt. Immer ein paar Spieler ausgetauscht. Ja, aber du musst ja sehen, wer ist. Ja, klar, das ist der einfachste Weg zum Titel. Und du brauchst, also die Bayern sind raus, Leipzig ist raus, HSV ist raus. Ja, aber trotzdem, am Wochenende danach ist das Spiel gegen die Bayern. Wenn jetzt zum Beispiel ein Palacios am Grenze wieder fit werden ist, der würde vielleicht setzt du dann nicht ein. Oder ein anderer Spieler, die aus dem Afrika-Cup dann in dem Moment zurückkommen, ist auch die Frage, setzt du dann gegen Stuttgart ein oder sagst du lieber, hey, warten wir nochmal bis zum Wochenende gegen Bayern? Das ist zumindest, finde ich, einen guten Punkt, aber es ist zumindest aus Leverkusener Sicht ein bisschen unglücklich, dass 4 Tage nach dem Pokalviertelfinale wirklich die Bayern kommen, weil das ist natürlich für die Meisterschaft auch enorm wichtig. Aber musst du als Spitzenteam mit leben? Musst du dann halt beide weg. Ne, das ist der Nachteil des Erfolgs. Musst du halt liefern. Du kannst halt aus diesem Februar mit den besten Möglichkeiten auf 2 Titel rauskommen. Ne. Euroleague gibt's auch noch. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ob das Spiel schon. Die haben ja, glaube ich, ein Freilos und sind erst nächste Runde wieder dran. Als Tabellenführer, ja. So oder so, blendend derzeit, wie Leverkusen dasteht. Aber ich wollte noch mal sagen, ich gehe mit dir mit. Das war jetzt zweimal Last Minute.
Und die müssen, das wird nicht immer funktionieren. Und das war natürlich auch ein bisschen Glück mit der Standardsituation und so. Da müssen sie wirklich aufpassen, dass die Souveränität nicht verloren geht. Aber nochmal, das ist eine große personelle Herausforderung, die sie gerade haben. Und dafür. Und ey, in Leipzig. Die haben halt einfach mal in Leipzig gewonnen. Die hatten auch Ambitionen. Die haben jetzt gegen Frankfurt verloren. Die wollten gewinnen. So, also das war auch eine sehr, sehr unangenehme Situation, jetzt in Leipzig zu spielen. Und das haben sie trotzdem gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Wir reden hier nicht über irgendwie Darmstadt, es ist Leipzig. Eine der ambitioniertesten Mannschaften in der Bundesliga, die Weltklasse-Spieler teilweise in den Reihen hat. Und da auswärts zu gewinnen, das ist einfach auch dann beeindruckend. Ja, aber Leipzig jetzt auch dann, um mal über Leipzig kurz zu quatschen, mit zwei Heim, die hatten ja zwei Heimspiele hintereinander gegen, ich würde sagen, unmittelbare internationale Konkurrenz, wenn man die Eintrachter mit dazuzählen will. Das ist natürlich jetzt auch nicht so geil für Leipzig gewesen, da null Punkte aus diesen beiden Spielen zu nehmen. Und jetzt Dortmund momentan, wenn wir gleich drüber reden, wieder ein bisschen Lauf. Sind zumindest gut in die Rückrunde gestartet, entgegen aller Stimmen, die man sonst immer so hört. Relativ gute Ergebnisse. Und Leipzig ist jetzt ein Punkt hinter Stuttgart, punktgleich mit Leipzig, 5 Punkte vor Frankfurt und Freiburg. Also würde ich natürlich jetzt gegen Leverkusen, kann man da so gut, kannst du verlieren. Gerade nach einem guten Spiel, also kannst du auch was rausziehen aus diesem Spiel heraus. Vielleicht dann am Ende die Kraft auch ein bisschen einfach weg gewesen. Es war wirklich dann auch ein leichter Belagerungszustand. Ich glaube, in der letzten halben Stunde hatte Leipzig einen einzigen Schuss abgegeben. Und da hast du auch gemerkt, dann zwischendurch hat, glaube ich, Rose 4-mal auf einmal gewechselt oder halt ganz kurz ineinander. Ich habe es nicht mehr ganz im Blick, aber die haben sehr viel gewechselt dann zwischendurch und dann gab es so einen Bruch im Spiel, wo du gemerkt hast, okay, 74. Ja, das waren ein bisschen viele Wechsel auf einmal. Und da können sie trotzdem jetzt eher noch was Positives aus dem Spiel ziehen als aus dem Frankfurt-Spiel, weil das war wirklich ärgerlich, dass du daraus ohne Punkte gehst. Aber ja, also Leipzig ist eine Mannschaft, die schwankt zu sehr diese Saison. Die schaffen es nicht, konstant die Leistung zu bringen. Die haben immer wieder Probleme im Ballbesitz, immer wieder Probleme, die Leistung auch zu bestätigen, auch Probleme, bestimmte Spieler einzubinden. So ein Šeško kommt zwar langsam und hat auch wieder am Wochenende seine guten Momente, aber der braucht auch mal ein Tor endlich. Und ansonsten hast du dann noch so viel Stückwerk, viel Arbeit für Rose. Ja, Olmo ist wieder zurück. Oh ja. Hatte letzte Woche schon ein paar Minuten bekommen, jetzt von Anfang an, hat auch direkt ein gutes Spiel gemacht, vorgelegt. Eine andere Mannschaft, wenn du Olmo und Simmons da, wenn du hast. Das ist eine andere Mannschaft. Ja, der ist jetzt gelb gesperrt erstmal, Xavi. Auch interessant. Ein Spieler auf seiner Position, dass er so früh in der Saison gelb gesperrt ist. Aber ja, den müssen sie dann einmal ersetzen. Aber dann hast du natürlich da vorne mit den beiden, Xavi und Olmo, und Openda spielt auch eine starke Saison. Das ist schon Qualität. Ich glaube, dahinter so auf der 6. Seiwald braucht noch ein bisschen Zeit, bis er richtig ankommt. Da hast du vielleicht noch ein bisschen, sag ich mal, Aufholbedarf, was Qualität angeht. Vorne hast du es brutal. Aber hat ein gutes Spiel gemacht am Wochenende, auch Seiwald. Ja, defensiv auch sehr viel geackert, sehr viel gearbeitet. Schlager hat dann die offensiven Momente gebracht, aber auch die Fehlpässe gebracht. Und Seiwald hat das okay gemacht, fand ich. Genau, okay. Ne? Ja, aber ich meine, im Vergleich zu der Qualität auf anderen Positionen haben sie, finde ich, da auf der 6 könnte man theoretisch sich noch ein bisschen verbessern, sag ich mal. Jo, apropos verbessern. Verbessert gezeigt hat sich Borussia Dortmund, die 4:0 gewonnen haben in Köln. Und ja, das klingt jetzt erstmal gar nicht so unerwartet, weil Köln natürlich aus einer absoluten Vollkrise kommt, haben den Trainer gewechselt, haben jetzt einen Punkt geholt, dann gegen Heidenheim zu Hause. Jetzt war doch zu Hause, ne? Ja. Mhm. Und jetzt zu Hause im zweiten Heimspiel gegen Dortmund eben. Da waren sie waren engagiert, man hat gemerkt, die haben Lust, die haben sich jetzt nicht in die Hose gemacht oder so. Aber das hat dann am Ende qualitativ nicht gereicht. Ist natürlich auch gut, wenn du dann in der 12. Minute schon 1:0 in Führung gehst für Dortmund. Spielt ihnen so ein bisschen in die Karten. Und bei Köln kommt noch hinzu, dass im Prinzip die komplette, eh schon dünn bestückte Torfabrik gefehlt hat mit Waldschmidt und Selke. Also für die kommt es einfach auch knüppeldick, für Köln, muss man sagen. Ne? Das ist so eine Saison, wo Abstieg draufsteht. Wo du in rückblickend sagen wirst, da hat einfach alle Zeichen haben sich gefügt für Abstieg. Also ich will es nicht beschreien, ich habe es auch schon tausendmal hier in der Sendung gesagt, für mich gehört Köln absolut in die erste Bundesliga. Aber man muss realistisch sein und sagen, der Kader inklusive auch der Verletzten und ja, wenn man sich so anguckt, wer momentan mit um den Abstieg kämpft, also es wird brutal schwer für Köln.
Weil du kannst dir noch nicht mal großen Vorwurf machen, wenn da so viele Spieler, wenn du dir den Kader anguckst und guckst, wer da in der Startelf steht und so, dann denkst du dir halt, ja, das wird eine schwere Saison. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du auf die Tabelle guckst und siehst, okay, 11 Punkte nach 18 Spielen, bist du zwar nicht abgeschlagen, aber die vor dir, Mainz und Union, haben halt noch 2 bzw. 1 Spiel in der Hand und eins ist direkt gegeneinander, weil Mainz gegen Union ist am Wochenende ausgefallen. Also da wird einer noch mit 3 Punkten vielleicht rausgehen oder zumindest beide mit einem. Also eigentlich bist du hinter den beiden anzusiedeln. Und es geht ja eigentlich nur noch um Mainz, weil Bochum oder Union halt. Bochum, Bremen schlägt Bayern, Bochum gewinnt. Die machen keine Anstalten. Die sind auch im Verlauf der Saison immer wieder zu stark gewesen, um sie eindeutig zu den Abstiegskandidaten zu zählen. Und dann bleibt dir nur noch Mainz. Und Union. Union kann man noch mit reinzählen, ja. Da bin ich mal gespannt. Aber auch die. Aber was mir jetzt bei Köln aufgefallen ist am Wochenende, das war wirklich ein Spiel, wo du sagen kannst, die gesamte Saison in a nutshell in einem Spiel. Weil du jetzt auch, dieses 0-4 ist echt brutal, weil es war kein 0-4. Es hat sich nicht angefühlt wie ein 0-4. Sondern die Kölner haben da ganz gut mitgehalten. Sie waren intensiv im Spiel. Sie haben auch teilweise im Ballbesitz gute Passagen gehabt, wo sie immer wieder dann die Dortmunder rausgelockt haben aus dem Zentrum. Aber was halt den Unterschied macht, ist, dass sie die Kölner sowohl im eigenen als auch im letzten Drittel nicht gut waren und nicht Bundesliga gut waren. Wenn du siehst, dass sie 30 Flanken geschlagen haben und dann guckst du auf die Aufstellung und denkst dir, Menschen, Selke fehlt, ein Tigges fehlt, ein Waldschmidt fehlt, ein Uth fehlt. Auf wen sollten denn diese Flanken eigentlich gehen? Da war ein Thielmann im Strafraum, Meiner war häufig im Strafraum, Ljubicic. Klar, dass die keine Chance hatten gegen Schlotterbeck und Hier Süle. Steht 17 Flanken. Bei Who Scored, ich gucke immer bei Who Scored, Flanken ist auch immer die Frage, wie definierst du es mit, okay, was ist eine Flanke, was ist nicht, Who Scored, da nehme ich hier die Daten, da sind es 30 Flanken. Und auf jeden Fall, sie haben immer wieder im letzten Drittel auf die Flügel rausgespielt, wo du denkst, Mensch, da ist doch gar niemand, ihr habt doch so eine schöne Aufstellung vorne drin mit so quirligen Spielertypen, schickt die doch mal in die Abwehr rein, aber nee, kam halt nichts in die Richtung, keine Torgefahr, obwohl sie halt dann zeitweise gut hinten rausgespielt haben und bei den Toren einfach schläfrig. Also so ein Standard, so halb hoch, der darf da nie zum Spieler kommen, wenn der Spieler in der Nähe des Elfmeterpunkts ist. Da muss irgendjemand vorher den Braten riechen und dann mal die 5 Meter vorne rausmachen und den Ball wegschlagen. So. Genauso beim, was, 0-2 oder 0-3, wo Marzen den Fehlpass spielt im Zentrum, dann nach hinten zurückarbeitet, den Ball zurückerobert und dann einfach den Flügel geradeaus geht und dann den Ball hinter die Abwehr spielt. Viel zu einfach. Ist toll gemacht von Marzen, aber viel zu einfach von der Abwehr. Das ist ein Pass, den darf dir niemals hinter die Abwehr geraten. Das sind dann diese entscheidenden Details, die den Unterschied machen zwischen einer Bundesligamannschaft und einer Zweitligamannschaft. Mhm. Ja, und dementsprechend für Dortmund auch ein ganz gutes Spiel, um sich da weiterhin gesund zu stoßen. Mhm. Jetzt gegen Darmstadt 3-0, 4-0 jetzt in Köln. Ja. Nichts, wo man sagt, dass muss ich jetzt überbewerten bei den Gegnern, die natürlich beide auch dankbar sind jetzt gerade zu Beginn der Rückrunde, werden andere Prüfsteine kommen, aber du musst diese Hausaufgaben dann dementsprechend auch erstmal machen. Wir sehen es jetzt auch an Frankfurt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man diese Spiele auswärts gewinnt. Kleine Anekdote noch, der Elfmeter, den Sancho rausgeholt hatte, den wollte er gerne selber machen, ist ja auch verständlich, ne? Wollte ankommen, das ist auch, glaube ich, so das erste Tor, dann bist du wieder so, ne? Aber Füllkrug hat gesagt, nö. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ja, interessant, weil das ist natürlich so eine, also vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber so, Füllkrug sagt erstmal, ist mir egal, woher du bist neu jetzt hier im Team, halte dich an die Hierarchien, die hier schon etablieren, so wirkte das so ein bisschen auf mich. Er ist sicherlich von Trainerseiten her der eingetragene erste Torschütze bei Elfmetern. Man kann aber schon, finde ich, auch den Case machen und sagen, hier, es würde dem Sancho sicherlich nicht, also würde ihm ganz gut tun, wenn er jetzt das Ding da reinhämmert. Ob man dann da so auf sein Recht beharren muss. Ja, vielleicht hat er auch, ich meine, Füllkrug hat auch längere Zeit nicht mehr getroffen, meine ich. Also hat jetzt auch nicht so viele Tore in letzter Zeit geschossen. Der braucht das vielleicht für sich selber auch so ein bisschen. Hat ja auch vielleicht ein bisschen an sich gedacht. Und vielleicht hat er auch schon in die Zukunft gedacht. Weil wenn jetzt Sancho ihn reinmacht, der schießt den nächsten Elfmeter. Hast du wieder eine Diskussion? Ich glaube aber auch einfach, und das hat ja auch dann Terzic nach der
hat ein Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, da gab es in der Vergangenheit, ich habe es gerade versucht zu googeln, ich habe es nicht mehr genau im Sinn, aber irgendwann gab es ja mal eine ähnliche Szene, wo es dann Streit zwischen den Spielern auch gab. Ja. Und seitdem ist ja beim BVB ganz klar festgelegt, wer die Elfmeter schießt. Und Füllkrug war einfach der Spieler, der eingeteilt war in diesem Spiel. Also er hat einfach nur die Aufgabe, die er ihm vor dem Spiel bekommen hat, die ihm zugeteilt wurde, hat er erfüllt. Weil halt ein Reus, der, glaube ich, der eigentliche Elfmeterschütze ist, war nicht auf dem Platz. Und Schahn war auch nicht auf dem Platz, der Kapitän. Und dann finde ich irgendwie seltsam, dann Füllkrug an den Kahn zu pissen, wenn er die Anweisung hat, diese Elfmeter zu schießen. Und wenn der Trainer sagt, du sollst diese Elfmeter schießen. Ja, Karren pissen ist vielleicht auch ein bisschen viel. Aber ich denke mir halt, kannst du natürlich als älterer Spieler, einem jungen Spieler schon, also Sancho ist ja jetzt auch einer, der einen guten Schuss hat. Ist jetzt nicht irgendwie so einer, wo du sagst, na komm, dann brichst du nur das Bein und wir liegen wieder, weil wir kriegen das Tor nicht, sondern Sancho hätte ihn auch reingewichst. Das zeigt eigentlich einfach nur manchmal, wie dumm diese Debatten um so Tore sind. Weil wenn er einen Elfmeter reinschießt, ändert das ja eigentlich sehr wenig an seiner Leistung. Es ist halt ein Elfmeter, so blöde das klingt. Das ist ja jetzt nicht aber so, dass er dann ein kleines Tor gemacht hat. Ja, aber ja, am Ende des Tages heißt wieder, er hat fünf Scorer. Genau, er hat dann kommt wieder nach einem halben Jahr hat fünf Scorer und dann guckt man drauf überhaupt, ne, Non-Penalty-Goals sind aber eigentlich nur zwei Scorer. Das ja, ist aber ja, wer guckt hier Non-Penalty-Goals? Ja, eben, niemand, das ist ja das Problem. Ja. Das sollte eigentlich dann aber der Fakt sein, weil einen Elfmeter reinzuschießen, okay, da sollte ich jetzt nicht um hohen Ross sein. Es gibt im Internet Videos, wie wir Elfmeter schießen, da haben wir beide uns nicht besonders gut angestellt. Da war ich aber noch jung. Also da hätte man mir vielleicht auch noch ein bisschen Entwicklungszeit geben müssen. Mein Schuss ist jetzt ein anderer. Ich habe mir sehr viele YouTube-Tutorial-Videos angeguckt. Hexenschuss ist das jetzt. Jetzt ein Hexenschuss. Auf jeden Fall, ein Fußballprofi sollte in der Lage sein, einen Elfmeter reinzuschießen, ohne dass da er dann am Ende des Tages ja, wie auch immer, Sancho hat den Elfer rausgeholt, hat damit auf jeden Fall seinen Beitrag, glaube ich, geleistet, hat Beino Gittens zu meinem Kickbase-Trauer aus dem Kader befördert. Und muss aber auch sagen, zum Beispiel mit Marzen, den sie geholt haben, haben sie jetzt vielleicht auch so ein Versäumnis im Sommer ganz gut kompensiert, weil man war ja irgendwie mit Ben Sebaini auch nicht so zufrieden, wie der eingeschlagen hat. Jetzt Marzen schon das zweite richtig gute Spiel gemacht. Und damit hast du natürlich auf dieser linken Abwehrseite oder überhaupt auf dem gesamten linken Flügel mit Marzen und Sancho eben, hast du jetzt schon wieder eine ganz andere Borussia. Hm? Apropos Marzen. Ich habe da was vorbereitet an der Taktiktafel. Oh, geil. Mal Marz ab? Mal Marz ab, ja. Weil ich habe, bei Marzen hat am Wochenende, das war sehr interessant, eine taktisch interessante Rolle gespielt, die man vom BVB in dieser Form auch noch nicht gesehen hat, diese Saison. Es war Marzen hier oben zu sehen mit der Nummer 22. Er ist in die Mitte reingezogen. Also er hat einen wirklich in die Mitte ziehenden Außenverteidiger gespielt, sodass du hinten dann mit einer Dreierkette das Spiel aufbauen konntest. Dass dann die Außenstürmer die Breite übernommen haben, da dann auch auf dem Flügel geblieben sind die meiste der Zeit. Sabitzer und Brandt konnten ein bisschen aufdrücken und dann Özcan daneben rücken. So. Das war die Grundidee davon, dass man dann einen schönen 3-2-2-3-Aufbau bekommt. Frage, ja? Hat das Guerrero früher auch so gemacht? Nicht durchgehend, nein, aber immer wieder situativ. Es ist ja ein Unterschied noch, ob du jetzt quasi erstmal dich hier anbietest, als Außenverteidiger, so spielen das zum Beispiel die Bayern. Die Bayern spielen das in der ersten Aufbaulinie so. Und dann gehen die Außenverteidiger so langsam diagonal nach vorne, so, bis sie irgendwann hier im Halbraum ankommen. Das ist dann nochmal ein Unterschied, weil die Dortmund haben es halt wirklich so gespielt, dass er halt direkt hier ins Zentrum reingegangen ist und da eine weitere Anspielstation geschaffen hat. Hat halt den Vorteil, dass du eben im Zentrum einen weiteren Spieler hast, dass du keine doppelte Besetzung der Flügel hast, sondern eben hier dann mit deinen vier Spielern, wenn du das hinbekommst, eine Überzahl hier schaffst in dieser Zone. Wunderschöner Kreis. Mhm. Wunderschöner Kreis, ja. Da hast du dann. Dankeschön, Dankeschön. War dann in der Praxis leider selten so, dass du sagen kannst, das war auf dem allerhöchsten Top-Niveau. Das war dann eher eine vergebene Lebensmühe, weil die Dortmunder es halt eben nicht geschafft haben, immer diese Stellung, wie ich sie gerade gezeigt habe, herzustellen. Sondern das war häufig so, dass Özcan sich dann trotzdem noch hat fallen lassen. Was dann wenig Sinn ergeben hat, wenn du eh schon drei Spieler in der letzten Linie hast. Du hattest Sabitzer und Brandt, die da sehr frei dann irgendwo rumgeturnt sind. Und dann waren halt häufig nicht so die Strukturen da, dass du wirklich diese Überzahl im Zentrum ausspielen und dann diagonal zu Sancho rausspielen kannst, was dann, glaube ich, der Wunsch gewesen wäre, wie du es so spielst. Aber es war mal eine neue Idee beim BVB. Also es ist nicht so, dass dass Terzic sich jetzt drauf ausruht und sagt, Mensch, irgendwie, wir lassen die Saison durchlaufen, sondern mit Marzen da ins Zentrum ziehend eine neue Idee, den Aufbau zu verbessern. Und Marzen hat da auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Klar, sag ich ja. Gibt es da einen erkennbaren Einfluss von Nuri Sahin schon? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Wir sind ja nicht um den Trainingsplatz. Kann natürlich sein, dass nur Richarlison gesagt hat, wir machen das jetzt so. Und Terzic gesagt hat, jo, kann aber auch sein, dass Terzic das gesagt hat. Wer weiß das schon? Kann auch sein, dass Marzen einfach so beschlossen hat, ich gehe jetzt heute ins Zentrum. Ja. Terzic hat gesagt, das macht ihm nichts aus, dass jetzt ein Bender und ein Şahin da sind. Weil nur jemand, der selber eine sehr starke Persönlichkeit hat, akzeptiert auch starke Persönlichkeiten neben sich. Hat Terzic gesagt. Über sich selbst. Wie findet ihr diese Aussage? Ja, also ist irgendwie unsympathisch, wenn man das über sich selber sagt, oder? Auch wenn es vielleicht wahr ist. Ja. Ja, aber es ist natürlich auch niemand da, der das sonst sagt. Also ist ja schon, dass viele so unken, so, also er kam ja schon eher aus so einer recht schwachen Position, so gefühlt gab es da ja schon Debatten auf der Süd, aber auch in der Öffentlichkeit. Und dann kommt noch ein Şahin, der auch öffentlich gesagt hat, dass es sein Traum ist, Borussia Dortmund zu trainieren und so. Also der kommt da ja nicht als Co-Trainer hin. Der will ja schon. Und natürlich ist es schnell dann gemacht, dass man Terzic so immer weiter so verblassen sieht und dann, ne, es ist auch schon eine scheiß Situation. Von daher. Aber als er das bei Rose gemacht hat, hat sie nicht gestört. Nö, aber das war damals ja auch die Konstellation, war ja klar, wenn der im Verein bleibt, dass er wie so ein Damoklesschwert über Rose schwebt. Das war von Anfang an klar. Live by the sword, die by the sword. Naja, wir werden mal sehen, ob. Wie die Konstellation im nächsten Jahr ist, ob Terzic aufrückt in den Führungsstab oder ob er auf dem Trainingsplatz bleibt. Und wir werden sehen. Spannend jedenfalls, was in Dortmund da gebaut wird im Trainerteam. Gut. Ich finde, ihr könnt noch einmal ganz kurz auf die Tabelle schauen. Gerne. Und das jetzt nochmal mit dem Leipziger und dem Dortmund-Ergebnis. Da sieht man es doch schwarz auf weiß. Da sieht man es. Also. Wir haben natürlich Leverkusen jetzt ein bisschen enteilt und die Bayern, das haben wir uns schon angeguckt und dann klafft eine Lücke. Dann haben wir jetzt aber ein sehr, sehr interessantes Verfolgerfeld. Stuttgart, Leipzig, Dortmund, alle ganz dicht beieinander, auch vom Torverhältnis relativ ähnlich. Frankfurt, ja, hätte natürlich noch ein bisschen ranrücken können, hat jetzt durch dieses Unentschieden einen guten Moment verpasst, um insbesondere ja auch Leipzig, Stuttgart da ein bisschen was gut zu machen. Sprechen wir gleich mal drüber, was da nicht funktioniert hat in Frankfurt oder was in Darmstadt wiederum sehr gut funktioniert hat. Aber wir machen eine klitzekleine Pause. Dann sind wir gleich zurück. Dann gibt's Kuchen, oder? Wer hat Kuchen dabei? Kuchen? Hast du Kuchen dabei? Dann hol mal. Das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili-Rezept. Mit Tomaten, Mais und... Doch nicht etwa Bohnen. Ach Quatsch. Das ist Chili Sin Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Hallo, hallo, hallo. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr noch da seid. Yeah. Wir reden jetzt über Eintracht Frankfurt. Oh. Kann man das Derby nennen? In Darmstadt? Ja, muss man wahrscheinlich, weil das sind ja gerade mal 15 Kilometer oder so. Kann man Derby nennen. 2-0 für die Eintracht, 2-2 geht's aus, was passiert? Ey, das ist wirklich wieder mal so ein Spiel, wo ich auch zwei Tage danach immer noch unfassbar sauer bin, weil das so unnötig ist, wie unnötig, also du spielst 60 Minuten lang keinen super Fußball, aber absolut okayen Fußball, dominierst das Spiel, gehst 2-0 in Führung gegen die schwächste Mannschaft der Liga. Und dann machst du, also zum einen muss man sagen, individuelle Fehler. Erst macht Trapp, der letzte Spiel noch, die Eintracht im Spiel gehalten hat gegen Leipzig, spielt einen Abschlag direkt in offensiven Spieler von Darmstadt und wird dann auch noch getunnelt. Zack, steht's 2-1 und dann kriegst du in Darmstadt natürlich noch mal diese, hier geht doch noch was, Energy. Und dann muss man sagen, hat Darmstadt das natürlich auch sehr gut gemacht, wirklich viel Druck gemacht, aggressiv nach vorne gepresst. Und die Eintracht, ganz ehrlich, die haben mich eingeschissen. Weil ich kann es nicht anders sagen. Die haben gespielt, als ob sie gegen Manchester City in einem Finale plötzlich spielen. Die haben nur noch die Bälle nach vorne geschlagen. Du hattest das Gefühl, kein einziger Spieler da auf dem Feld kann noch Fußball spielen. Also es waren nur noch Fehlpässe. Sobald die mal irgendwie am Ball waren, haben sie irgendwelche chaotische, überhastete Aktionen gemacht. Darmstadt dann wieder sofort in Ballbesitz, die nächste Angriffswelle. Also du hast
diesen Ausgleich hast du fast schon eine halbe Stunde vorher kommen sehen. Und dann macht Dino wieder mal Dino-Sachen und denkt sich, ey, jetzt, wo die Mannschaft nicht funktioniert, wechsle ich doch mal alle Spieler ein, die in letzter Zeit richtig formschwach waren oder gar nicht gespielt haben. Also da muss ich einfach sagen. Aber was hättest du denn in dem Moment, wo es halt überhaupt nicht funktioniert? Na, du hättest schon viel früher wechseln müssen. Also der hat ja in der 89. und in der 90. viermal gewechselt. Das ist ja dann auch spät. Das ist einfach nur Zeit von der Uhr holen. Ja. Aber das hat ja keinen taktischen Einfluss mehr. Also ich will jetzt auch den Spielern, die dann da eingewechselt wurden, jetzt keine großen Vorwürfe machen. Die konnten dann nicht mehr viel machen. Aber er hat Buta eingewechselt in der 64., was überhaupt nicht geklappt hat. Buta einen rabenschwarzen Tag erwischt, war sauschlecht. Und man muss natürlich jetzt auch fairerweise, wenn man die gesamte Sache analysiert, es fehlen der Eintracht zurzeit 3 Stammspieler, ja. Es sollen noch 2 Spieler kommen, mit wahrscheinlich, was man hört, Ekitike und Amenda oder Adema, ich weiß nicht, noch einen sehr guten Innenverteidiger. Und dann hast du plötzlich 4 potenzielle Stammspieler mehr auf der Auswechselbank. Das war jetzt in diesem Spiel nicht so. Eintracht hat zusätzlich noch Jakic vor diesem Spiel abgegeben. Kann man aus meiner Sicht, aus Eintracht-Sicht durchaus mal fragen, ob bei so einem Spiel, wo du weißt, das wird ein kampfbetontes Spiel, ob du da den einzigen Sechser, den du noch hast im Kader, der beißt und dagegen hält. Wobei Jakic sich dann wahrscheinlich auch sagen wird, wenn jetzt Eintracht kommt, na gut, du kannst nächste Woche nach dem Darmstadt-Spiel gehen, wird der wahrscheinlich auch sagen, warum? Ich will jetzt zu meinem neuen Verein, ich will jetzt da mich beweisen. Ich will nicht noch hier das Darmstadt-Spiel mitmachen, um dann mich mit einem tollen Darmstadt-Spiel auf der Bank 90 Minuten zu verabschieden. Weiß ich nicht. Da muss die Eintracht aber dann vielleicht im Zweifel noch mehr an sich denken. Also ich fände es, den Case kann man schon machen, dass man Jakic hätte nach diesem Spiel abgeben können. Aber gut. Aber es ist ja auch schon die Frage, also im Regelfall brauchst du ja nicht den Jakic. Und wenn das Problem ist ja, dass du 2-0 führst, und dann aufhörst zu spielen. Ja. Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich will einmal eine Statistik hier in den Raum werfen. 60% Ballbesitz in den ersten, also bis zum 2-0. 7-3 Torschüsse für die Eintracht, 89% Passgenauigkeit. Dann ab dem zweiten Tor ist der Ballbesitz auf 36% gesunken. 9-1 Torschüsse für Darmstadt und Eintracht Frankfurt mit einer Passgenauigkeit von 79%. Und in den letzten 10 Minuten, also dann ab der 80. Minute, lag die Passgenauigkeit von Eintracht Frankfurt bei 60%. Ja, ich also halt ja, vollkommen eingeschmissen. Ich habe sie gesagt nicht gesehen, ich habe die Highlights gesehen. Und völlig von der Rolle, unerklärlicherweise. Und dann hast du halt auch so, das muss man sich, also das ist auch einfach, da sitzt du vorm Fernseher und du verstehst die Welt nicht mehr. Da kommt der Ball in der 95. Minute, glaube ich. Es waren 7 Minuten Nachspielzeit, die man auch, hinterfragen, warum eigentlich, aber egal. In der 95. Minute kriegt Tuta den Ball, hat die gesamte rechte Außenbahn, ich habe es mir noch 5-mal angeguckt, frei. Der hätte sogar selber fast bis an die Grundlinie sprinten können, er hätte den Ball nach vorne bolzen können. Und er entscheidet sich dafür, den Ball unter Bedrängnis direkt in die Mitte zu spielen. Wo natürlich wird abgefangen, Pass, Tor. 2-2. Und du denkst dir einfach nur, wenn du den Ball weghaust, nimmst du hier wahrscheinlich 3 Punkte mit, ja? Und das sind dann 2 individuelle Fehler. Trotzdem sage ich, das war völlig verdient, was Darmstadt am Ende investiert hat. Ich bin einfach nur sauer, ganz ehrlich, weil du kannst nicht. Wir haben ja schon in der dieses Anfangsprogramm von einem haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Es ist so dankbar. Wir haben jetzt als nächstes, glaube ich, ich sag's euch. Auf jeden Fall, genau. Zu Hause gegen Mainz, dann gegen Köln, gegen Bochum. Also ein besseres, mal abgesehen von dem Leipzig-Spiel, ein besseres Auftaktprogramm kannst du gar nicht haben. Du bist da oben dran. Du hast den kompletten Hype in der Mannschaft durch Sascha Kalajdzic und Van der Beek. Alle in meinem Umfeld waren gehypt auf dieses Spiel. Wir haben richtig Bock gehabt auf diese Rückrunde. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus, womit der ganze Hype und die ganze gute Laune mehr oder weniger weg ist. Du hast verpasst, da oben dann noch mal ranzukommen. Und es ist einfach wirklich frustrierend, weil es so unnötig war. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn du gesagt hättest, 4 Punkte aus Leipzig und Darmstadt, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ist okay. Aber man misst ja seine Erwartungshaltung letztendlich immer an dem Gezeigten. Und das war einfach, also diese Nichtleistung von 30 Minuten ist ja wirklich auch ein Problem, was wir schon häufiger in dieser Saison gesehen haben. Wir haben es beim Ausscheiden im
DFB-Pokal gesehen, wir haben es ein paar Mal in der Conference League gesehen, gegen diese vermeintlich schwachen Gegner, dass die Eintracht nicht bereit ist, 90 Minuten sich den Arsch aufzureißen, das fuckt mich richtig ab, kann ich nicht anders sagen, es fuckt mich richtig ab, weil ich weiß genau, gegen Leverkusen, gegen Bayern, gegen Leipzig, da rennen sie wieder um ihr Leben und reißen sich zusammen. Und gegen Leipzig fängt dann, ich weiß nicht, was das, ich kann es mir selber nicht erklären, was das ist, warum man dann einfach aufhört, diese extra Energie an den Tag zu legen. Das einzig Positive, was ich sagen kann, ist, Kalajdzic ist ein Superstürmer. Er hat 2 Tore mit eingeleitet, der ist wahnsinnig gut. Also wirklich auch am Ball. Der kann jeden Ball annehmen, da springt nichts weg, der hat Übersicht, der leitet die Bälle weiter, ist immer anspielbar, auch von der Körpersprache, vom Pressing her, absoluter Top-Stürmer. Leider keine Kaufoption, muss man sagen, ja, das ist das einzige Positive, was ich aus dem Spiel lege. Muss man mal die gesamte Saison im Aufklapp betrachten und dann siehst du halt, wo das Problem der Eintracht ist, warum die nicht eben davor da mitspielen. Gegen Darmstadt im Hinspiel 1-0 zusammengewirkt. Im Hinspiel gegen Mainz 1-1, im Hinspiel gegen Köln 1-1, das sind die 3 Teams, die ganz unten drin stecken. Dann ein Sieg 3-0 gegen Union Berlin, aber auch eine Niederlage 2-1 gegen Augsburg, auch ein Abstiegskandidat. 2-2 gegen Werder Bremen, die ja auch jetzt kein Team sind, das um Europa mitspielt. Und jetzt eben dieses 2-2 gegen Darmstadt. Also von den Nur Teams da hieß es am Anfang, ne, Umbruch, neuer Trainer, neue Mannschaft, kein Stürmer, dies, das, das kann ich dann noch sagen, kann ich dann noch so abtun. Unter schwierige Gesamtsituation. Kolumuani kurzfristig gegangen, keinen Ersatz gefunden. Da kann ich dann noch sagen, okay. Aber diese Ausreden gibt's jetzt nicht mehr. Also klar, du hast 3 Spieler gerade weg im Afrika-Cup, aber diese Ausrede, die haben ja auch, haben sie gespielt, aber sie haben auch gut dagegen gehalten gegen Leipzig. Da saß ich noch hier und hab sie gelobt, wie sie sich reingeschmissen haben und das in diese diese Abwehrschlacht angenommen haben. Nur gegen Darmstadt war davon nichts mehr zu sehen. Und wenn du mit dem gleichen Einsatz verteidigst, gegen Darmstadt wie gegen Leipzig, dann nimmst du hier 3 Punkte mit. Ja. Also die Ausreden, die am Anfang gegolten haben, die gelten jetzt nicht mehr. Ja, gut, aber es ist ja nicht nur am Anfang, wie gesagt. Gegen Wolfsburg auch verloren, gegen Gladbach dieses 2-1-Ding und dann guckst du mal auf die Tabelle und die untere Hälfte der Tabelle, da haben sie halt 2 Siege geholt, von denen einer gegen Gladbach wirklich glücklich war am Ende. Ja. Und gegen Darmstadt in dem Hinspiel, aber ansonsten haben sie sehr viel verloren. Und was denkst du, woran das liegt? Ich habe eine Meinung, ich weiß. Also ich habe eine Vermutung. Einsatz ist deine Vermutung wahrscheinlich? Nicht nur, es hat auch was mit dem Ballbesitzspiel zu tun. Dass wenn du natürlich nach dem 2-0 aufhörst, warum auch immer, wenn du dir denkst, es läuft eigentlich gut, dann möchtest du eigentlich so weitermachen, ist so mein Gedanke. Ja, aber es hat auch was damit, du erkennst ja ganz klar diese Handschrift, oder was heißt die Handschrift von Dino Topmöller, dieses Ballbesitzspiel. Mhm. Und da muss man dann einfach auch mal hingehen und gucken, bietet der Kader überhaupt die Voraussetzung für so ein Ballbesitzspiel? Weil meiner Meinung nach funktioniert so ein dieses von hinten, egal wie groß der Druck ist, egal was passiert, hinten raus kombinieren, bis nach vorne an den Strafraum, am besten noch hinter die Mannschaft kommen, zurücklegen und reinstecken. Also 300 Pässe bis zum Abschluss ungefähr. Das funktioniert halt nur, wenn du auch Leute hast, die präzise passen können. Und die Eintracht hat ein paar davon, aber die hat nicht 11 davon. Und ich weiß, dass ein Tuta nicht passen kann. Das weiß jeder. Tuta hat seine Stärken, ja, aber dazu gehört nun mal nicht das Passspiel. Und da gibt es auch noch andere Kandidaten. Knauf ist auch nicht der beste Passspieler. Ein Ebimbe macht gerne mal Passfehler. Also da hast du einfach so viele Spieler, die nicht dieses Niveau haben, unter komplettem Druck den Ball. Ein Götze kann das, ein Skiri kann das, ja. Die haben die Ruhe weg, da siehst du, da kommen 3 Spieler, ist egal für Götze, der findet immer eine Möglichkeit, da sich rauszudrehen und einen guten Pass zu spielen. Das hat nicht jeder. Und da, finde ich, kann man auch mal die Frage stellen, ich hab mal eine interessante Statistik. Man hat jetzt mit Sascha Kalajdzic einen Spieler geholt, der über 2 Meter groß ist, eine absolute Kopfballmaschine ist. Und alle haben gedacht, naja, das gibt der Eintracht ja jetzt neue Möglichkeiten. So, jetzt sage ich euch, eine Mannschaft hat in diesem Spiel 23 Flanken mit 13% angekommen, geschlagen. Eine andere Mannschaft hat 5 Flanken mit 0%. Könnt ihr euch selber denken, wer was ist, ja? Und da kann man dann schon auch mal fragen, ja, okay, ich hole Sascha Kalajdzic mit 2 Meter Größe, will aber trotzdem durch die Mitte Tiki-Taka kombinieren. Er hat natürlich auch andere Qualitäten. Also er hat bei Stuttgart Adan Sosa gehabt, das war diese Achse mit diesen fantastischen Flanken.
Aber ja, du hast es ja auch gerade selber erwähnt, er ist ja auch ein Wandspieler, er kann die Bälle festmachen, kann sie dann nach links und rechts ablegen. Für Spieler, die nachrücken, ist jetzt ja nicht nur auf sein Kopfballspiel zu reduzieren. Das ist eine Variante, die man noch mit reinbringen kann, die man einstreuen kann. Aber dass die Eintracht jetzt nicht, nur weil Kalajdzic so groß ist und ein guter Kopfballspieler ist, das ganze System dem 1. FC Köln, sag ich mal, nachempfindet und sagt, wir gehen jetzt nur noch auf Flanken, ist ja irgendwo auch nachvollziehbar. Das werden die einstreuen. Das wird sich einspielen, aber die Eintracht kann ja viel mehr und hat noch ganz andere Ambitionen, als nur so zu agieren. Lass uns mal noch einen Satz bitte zu Darmstadt verlieren, ja, und dann weiter galoppieren, weil ich finde bemerkenswert, dass Darmstadt zurückgekommen ist, ne? Dass du 2-0 hinten liegst, gegen eine Mannschaft wie Frankfurt und dann so eine Moral beweist, wirklich anrennst bis zum Schluss und sich diesen Ausgleich dann auch verdient hat. Und das zeigt, dass die Mannschaft am Leben ist. Sie tut sich schwer, sie wird vermutlich absteigen. Dafür ist die Liga zu stark und die eigenen Möglichkeiten vielleicht ein bisschen zu gering. Aber die leben, da ist Feuer drin. Das hat man auch beim Ausgleich einfach gesehen, wie Lieberknecht und die ganze Mannschaft und die Fans das einfach gefallen Übrigens, haben. Übrigens, Lieberknecht, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal die Chance hast, mit ihm zu sprechen. Kleine Bitte von mir, ich habe die Pressekonferenz gesehen. Bruder, der kriegt eine Frage, die Standardfrage nach dem Spiel, wie sehen Sie das Spiel aus Ihrer Perspektive? Und er hat original 10 Minuten einen Monolog geführt. 10 Minuten, sprich, ich habe mich schon gewundert, dass die Pressekonferenz so lange ist. Und das war nachdem Dino Topmöller schon alles analysiert hat und er sogar gesagt hat, im Prinzip sehe ich es genauso wie Dino Topmöller. Und er dann noch mal 10 Minuten lang labert. Lieber, es war wirklich unangenehm, langsam in diesem Presseraum. Wenn du ihn irgendwann mal siehst, schöne Grüße. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Doch zu Braunschweiger Zeiten, das ist aber auch schon 10 Jahre her. Aber es gibt ja Trainer, die dann auf der Pressekonferenz schon alles in dem Teil on camera machen. Und dann gibt es ja so Trainer, die dann irgendwie so eine halbe Minute reden. Und du denkst dir dann, die reden jetzt in der ganzen Pressekonferenz, aber die gehen dann runter und machen dann, wenn die Kamera aus ist, nochmal so einen informellen Teil. Ja. Denn Walter hat das lange gemacht, macht das, glaube ich, jetzt nicht mehr. Flo Kofeld hat das immer gemacht, auch Thomas Tuchel macht das meiner Meinung nach ab und zu. Also es gibt da solche und solche Typen und Lieberknecht gehört dann wahrscheinlich zu denen, die alles da oben machen. Ey, guckt es euch an, es wird unangenehm. Ja, ich freue mich drauf, ich guck mir jetzt nochmal an. Gut, also trotzdem bleibt Darmstadt natürlich da unten drin, das ist ein schöner Punktgewinn, aber sie sind da tief im Sumpf. Köln hat jetzt auch verloren. Okay, die beiden streiten sich gerade. Mainz hat auch 11 Punkte, also 3 Mannschaften mit 11 Punkten. Allerdings hat Mainz natürlich auch ein Spiel weniger. Und kann da auch noch mal 3 Punkte drauflegen. So kleine Dinger, kleine Transfers, die man vielleicht nicht so mitbekommt bei so kleineren Teams. Mhm. So Julian Dustwan kommt von Hoffenheim, ist ja auch ein Spieler, der mit großen Hoffnungen dahin gewechselt ist, aber da gar keine Rolle spielt. Jetzt da eine Position vorne drin. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht sehen können, aber gleich mit einem Tor. Sowas macht er ja Hoffnung, weil ja gerade halt dieser Angriff immer das große Problem war bei Darmstadt. So ein bisschen ähnlich wie bei Köln, dass die da im letzten Drittel eben jegliche Gefährlichkeit vermissen. Und wenn du dann neben Skarke jetzt mit Dustwan auf dem anderen Flügel auch noch einen Spieler hast, der da Tempo und auch Drang zum Tor reinbringt, wäre das sehr, sehr gut für den Club. Ja, ist ein guter Transfer. Ich hatte Dustwan am Anfang auch bei Kickbase mir gekauft. Das war einer der Spieler, die ich mir rausgeguckt hatte, weil der eine überragende Zweitligasaison gespielt hat. Hätte nicht gedacht, dass der so auf gar keine Einsatzminuten kommt bei Hoffenheim. Aber das vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie da jetzt die Transfermodalitäten sind, aber vielleicht sogar schon Vorgriff auf die nächste Saison, wenn Darmstadt absteigt, dass dann. Kann man nicht vorstellen. Dass er vielleicht bleibt, oder? Weil dann hätten sie zumindest für die zweite Liga schon mal einen ganz guten. Weil in der zweiten Liga hat er ja auf jeden Fall krass funktioniert. Aber da weiß ich nicht genau. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler, der einen Vertrag bei Hoffenheim hat, von Darmstadt bezahlbar ist. Weil er keine Minute spielt in Hoffenheim. Ja, aber der wird halt trotzdem, der hat den guten Vertrag unterschrieben. Der wird mehr verdienen, als er in Darmstadt verdienen kann. Der wird jetzt ja nicht sich direkt wieder runterstufen wollen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wir werden sehen. Vielleicht schafft Darmstadt das ja auch noch. Noch sind sie ja in Tuchfühlung, zumindest mal zum Relegationsplatz. Also wir wollen sie jetzt auch nicht zu früh abschreiben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine gute Bilanz, wenn es darum geht, Mannschaften abzuschreiben. Gut, bei Schalke hatte ich dann am Ende recht, aber Bochum zum Beispiel habe ich letzte Saison auch frühzeitig schon in die zweite Liga geredet. Da muss ich sagen, hey. Bochum haben wir alle schon in die zweite Liga geredet. Ja. Mehrfach. Mehrfach. Im Laufe der Vergangenheit. Ja. Wen hättest du denn als HSV-Fan gern in der Rehle? Ja, also von den Mannschaften da unten, erstens von Darmstadt, den letzten 4. Zweitens Köln. Echt? Drittens Bochum. Nee, Bochum ist weg. Nur die letzten 4. Ja, wenn jetzt Mainz das Nachholspiel gewinnt, ist Bochum 6 Punkte vom Relegationsplatz. Ja, Bochum ist zu stark.
Ja, du fragst mich, wen ich gerne hab, und dann sagst, das ist so wie, als wenn du deinen Sohn fragst, welche Eissorte er will, und dann sagt er Schokolade. Also, nee, Schokolade gibt's nicht. Ja, Vanille, nee, Vanille. Du hast mir, ich habe gesagt, welche, ich hätte meinem Sohn gesagt, welche Eissorte willst du außer Schokolade? Ja. Dann kann er nicht Schokolade sein. Hast du aber nicht gesagt. Okay. Jedenfalls, es wird, die Relegation wird nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Kandidaten, die da jetzt noch drin sind, für jeden Zweitligisten wird es schwierig. Ja, eine leichte Relegation ist aber auch schon ein krasser Anspruch. Ich wollte gerade sagen, es ist so eine Binse, so Relegation in 20 Jahren. Jetzt haben sich, glaube ich, 2 oder 3 Mal der Zweitligist durchgesetzt. Ja. Das ist ja, aber der schon so eine kleine... HSV steigt safe auf ohne Relegation. Lass uns bitte jetzt nicht darüber reden. Wollen wir wetten? Was wetten wir? Ein Drucker. Ich brauche keinen. Ja. Was kriege ich von dir, wenn der HSV... Wieso willst du überhaupt was? Ja, weil ich die Euphorie dann ausnutzen muss. Ach, das, ja gut, da hast du einen ganz guten Moment. Pass auf, ich mach dir ein Angebot, dass du nicht ablehnen kannst. Mhm. Du kannst auch gleich was fordern von Nils, aber wir müssen, wenn der HSV, dann wird es, gibt es Geschenke. Okay. Diese, ich mag diese belgische Nougat-Schokolade, diese Frucht, Gulois oder wie, nee, die heißt nicht. Wie, das sind Zigaretten, glaube ich. Gulmont oder so heißen die. Kennst du die? So belgische Meeresmuscheln, so Nougat. Alter, die kennst Dinger, die? Oh Gott, die kenne ich. Das ist die leckerste Schokolade, die es gibt. Die hat mein Vater früher immer, als ich Kind war, meiner Mutter geschenkt, wahrscheinlich, wenn er Scheiße gebaut hat, keine Ahnung, jedenfalls ab und zu lagen die dann mal auf dem Tisch. Und da durfte ich dann immer eine von wegnaschen. Ja. Die kenne ich. Die sind teuer, kostet, glaube ich, so eine Packung mit so ein paar, kostet 6 € oder so. Aber da würde ich mich drauf einlassen als Dankesgeschenk dafür, dass ich immer an den HSV geglaubt habe. Können wir drüber reden, ja. Okay. Dann wünsche ich mir englische Weingummis von dir. Englische Weingummis? Wollt ihr mir nicht einfach eine Amazon-Wishlist machen und mir die zuschicken? Auch eine gute Idee. Ja, also nicht diese Weingummis, die du im Supermarkt kriegst. Die sind scheiße, sondern die müssen halt richtig, die müssen richtig knallerhart sein. Mhm. Musst du richtig kauen und die müssen auch so leicht bitter nach, also wirklich. Weingums. Okay, wollen wir mal, apropos bitter. Lass uns mal über einige bittere Momente noch sprechen. Gut. Da fällt mir zum Beispiel ein Moment ein, der sehr kurios und unangenehm und für viele Leute im Stadion vermutlich auch bitter, zumindest mal bitterkalt gewesen sein dürfte. Die Rede ist vom Spiel Bochum gegen Stuttgart. Da gab es neben dem 1-0... Ganz kurz, Nils, sorry. Wir müssen die Sendung jetzt hier unterbrechen. Wir können so nicht weitermachen. Bitte die Blumen vom Tisch. Die stehen im Weg, die blockieren unsere Rettungswege und die Fluchttore. Vorher machen wir nicht weiter. Nee, die nehme ich nicht weg. Nee, dann machen wir nicht weiter. Ja, ich nehme sie nicht weg. Nee, also ganz ehrlich, die Blumen bleiben. Die Blumen bleiben. Dann sucht euch einen anderen Notausgang. Hashtag Blumen bleiben. Die stehen jetzt hier seit einer Stunde schon rum. Was ist denn jetzt das Problem? Das ist jetzt, das Ordnungsamt hat gesagt, die könnten eventuell den Fluchtweg blockieren. Das ist eine behördliche Auflage. Da kommt doch jeder noch vorbei, wollt ihr mich verarschen? Das sind einfach nur so ein paar Tulpen offensichtlich. Nee, da kommt man doch nicht vorbei, das sieht man doch. Das ist eine Behörde, da kann ja jeder kommen jetzt. Die machen uns den Veranstaltungsort dicht. Nächste Woche kommt Grönemeyer, der kann nicht spielen dann. Wie kommen wir aus diesem Gag wieder jetzt zum Thema? Also ich überlege wirklich. Hashtag Danke Marc. Nein, also, zurück zum Thema. Ganz kurz, für alle so Leute, die das eventuell nicht mitbekommen haben. Aber so war es am Wochenende. Es war tatsächlich so, also, die Stuttgarter Auswärtsfans haben ein sehr langes Banner in ihrer Kurve aufgehängt und unterhalb dieses Banners ist ein Fluchttor, was geöffnet werden können muss im Falle einer Notsituation. Das ist wohl eine behördliche Auflage, die die Stadionbetreiber... Am Auswärtsblock oder wo? Ja, genau, so Richtung Ecke so. Ja. So, und das ist halt dann eine Auflage, die man als Veranstalter von so Großereignissen dann auch erfüllen muss. So, und dann... Kam die auf die Idee, oh Mann, das geht ja so nicht. Und dann gab es wirklich eine 40-minütige Auseinandersetzung. Die VfB-Fans waren nicht dazu bereit, dieses Plakat zu entfernen, weil sie gesagt haben, ja, die Tür geht doch noch auf, was soll denn das? Und die Fraktion vom VfB Bochum hat gesagt, ja, können wir nichts für, das ist die Auflage behördlicher Art, das müssen wir erfüllen können, wir müssen dieses Tor aufmachen können. Und dann haben die wirklich wie zwei trotzige Kinder, und in meinen Augen gibt's da keine Opfer, es ist einfach von beiden Seiten vermutlich ein bisschen albern, haben die einfach sich auf stur gestellt und das Spiel wurde nicht angepfiffen, sondern das Banner nicht weg war. Und die Stuttgart-Fans haben gesagt, nö, ich nehme das Banner nicht weg, die Tür geht auch auf. Am Ende hat sich rausgestellt, ja, die Tür geht auf. Wenn man jemanden hat, der irgendwie das Banner hochhält oder so, dann geht die Tür auch wunderbar auf. Aber das hat lange gedauert, bis man sich zu diesem Kompromiss hat durchringen können. Die Leidtragenden waren alle anderen, insbesondere die bei klirrender Kälte im Stadion sind. Albern, also, oder? Ja. Auf wessen Seite seid ihr da? Es gibt keine Seite. Nee. Ich bin auf niemandes Seite. Da bin ich wirklich auch auf niemandes Seite. Erstens, das kannst du auch vorm Spiel schon feststellen. Also das hättest du ja irgendwann mal feststellen können, bevor das Ding angepfiffen wird. Und dann hättest du es vielleicht irgendwie eine Stunde vor Anpfiff klären können.
Auch wenn dann da war ja erst ein Banner, Anti-DFL-Banner, da waren ja wieder Proteste am Wochenende in der Bundesliga, das war da drüber und dann war das da drunter und man hat es nicht gesehen angeblich, aber trotzdem kannst du das irgendwie vorm Spiel feststellen und nicht in der Halbzeitpause, wo du sagst, oh, jetzt haben wir noch 10 Minuten, bis das Spiel weitergeht, jetzt müssen wir uns da mal mit den Ultras einigen. Das kann doch nicht das erste Mal sein, dass da über diesem Zaun ein Banner hängt. Es soll schon einmal Probleme gegeben haben bei einem Auswärtsspiel von Gladbach, aber es sind auch online Bilder aufgetaucht von anderen Spielen diese Saison, wo eindeutig zu erkennen ist, dass da ein Banner über diesem Fluchtweg, über diesem Fluchttor hängt. Also da scheint keine klare Linie zu erkennen. Aber es ist durchaus denkbar, dass die da jetzt ein Schreiben bekommen haben und jemand gesagt hat, so, wir haben das beobachtet, das geht so nicht. Das kann ja auch durchaus mal sein, dass das kürzlich erst erfolgt ist und die jetzt nochmal sensibilisiert worden sind. Genau, ja. Whatever. So oder so ist das unvorstellbar, dass wegen so einer Geschichte das Spiel kurz vor dem Abbruch stand. Das muss man ja auch mal sagen. Ja. So. Dass dann auch das gute Alte, der Klügere gibt nach, ist offensichtlich tot. Ist muss man tot. Sagen. Ja, ja. Weil, ja, ist natürlich jetzt sehr weit von meiner Lebensrealität weg, aber dass man sich dafür einen Banner dann so nachher querstellt und sagt, Mensch, nee, geht nicht. Notfalls lassen wir ja das Spiel abbrechen. Das hat dann ja viel wenig mit meiner Definition von Fußballfan zu tun. So, aber es ist die Lebensrealität da offensichtlich. Die Lebensrealität vom VfB Stuttgart. Mhm. Gut, ja. Ist die, dass sie jetzt das zweite Spiel in Folge verloren haben. Allerdings auch das zweite Auswärtsspiel in Folge. Nachdem sie letzte Woche 3-1 gegen Gladbach verloren haben, jetzt gegen Bochum. Das war sicherlich so nicht geplant. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, kommt jetzt der große Einbruch des VfB Stuttgarts, auf den wir alle warten, außer Noah? Ja, mit 34 Punkten haben sie noch Potenzial für die Relegation gegen den HSV. Da gibt es ja noch was wieder gut zu machen. Mhm. Ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die Statistik ist ohne Gyasi, weil ich glaube, die hat sich in den letzten beiden Spielen noch ein bisschen dramatisiert. Ist nicht so gut. Man war von Stuttgarter Seite natürlich daran interessiert, dieses Narrativ gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber es ist ein Stück weit nicht von anzuweisen, dass die Mannschaft ohne Gyasi nicht dieselben Erfolge vorzuweisen hat. Also Stuttgart hat diese Saison 6 Spiele verloren. Bei 4 davon war Gyasi nicht dabei. Und die anderen beiden waren gegen Leipzig und gegen Bayern München. Ja. Mhm. Aber was willst du uns jetzt damit sagen? Ich hab deine Frage beantwortet. Meine Frage war ein Scherz. Sichtlich war das eine Scherzfrage. Der weilt ja beim Afrika-Cup, ne? Sei ich auch verletzt? Ich weiß es gar nicht. Hatte sich auch verletzt? Er hatte sich verletzt, aber ist doch, glaube ich, wieder fit geworden und ist da jetzt mit der Mannschaft unterwegs. Genau, also UNDAF kann das jetzt offensichtlich nicht 1:1 kompensieren, was dort ein Gyasi für eine Lücke hinterlässt. Das sind jetzt auch 2 Spiele, Gladbach und Bochum, wo du sagst, okay, da kannst du schon was mitnehmen. Ja, also man muss das jetzt nicht alles auf Gyasi schieben, muss man ganz klar sagen. Das darf jetzt auch nicht als Ausrede fungieren. In den beiden Spielen gab es schon Probleme, die auch aufgetreten wären, wenn Gyasi auf dem Platz gewesen wäre. Dass die Gegner jetzt das Zentrum sehr, sehr stark zumachen, da auch Milo gerade jetzt sehr, sehr enger Deckung immer ausgesetzt ist und da immer wieder Verteidiger rausrücken, damit der gar nicht aufdrehen kann. Das ist so ein Schlüssel, den Gladbach und Bochum gemeinsam hatten in beiden Spielen. Stuttgart muss häufiger über die Flügel spielen, was ihnen nicht passt. Da kann man auch wieder dazu sagen, okay, da fehlt Gyasi dann, der die Flanken verwertet, weil das ist einfach nicht UNDAFs Kernkompetenz. Und die defensive Absicherung, die funktioniert momentan nicht ganz so perfekt wie noch in der Hinrunde. Das hat man ja auch daran gemerkt, dass sie jetzt mehrfach nach Ballverlusten Gegentore kassiert haben. Schon gegen Gladbach war das ein Problem. Und jetzt gegen Bochum wieder halt nach einem krassen Ballverlust im Zentrum, Fehlpass Stiller, konnte Bochum dann einfach das Spiel umschalten. Das hat man in der Hinrunde auch nicht gesehen, weil sie ja dann immer trotz ihrem riskanten Spiels und trotz der Ballverluste standen sie normalerweise so, dass sie sofort Zugriff erlangt haben. Und das war jetzt in 2 Spielen nicht der Fall. Also da so eine leichte Negativtendenz. Aber man muss fairerweise auch sagen, sie hatten jetzt gegen Bochum mehr als genug Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Mhm. Und Bochum hatte in der ersten Halbzeit ein paar Halbchancen und dann hatten sie das Tor erzielt und danach war es ein Spiel auf einen Kasten. Also danach ging es eigentlich nur noch in Richtung des Bochumer Tors. Und da haben sie dann auch wieder Hackespitze 1:3 gespielt, aber das Ding einfach nicht reingeschossen. Also wieder mal Leveling, der es irgendwie schafft, diese Saison noch torlos zu bleiben, was ein absolutes Wunder ist bei den Chancen, die er erhält. UNDAF hat dann eben auch die Dinger nicht reingemacht. Normalerweise gehst du da auch mit einem 2-1-Sieg raus und dann sind wir da, um den Kreis zu schließen bei Gyasi. Gyasi hätte dann in dem Spiel 2 oder 3 Dinger gemacht, bin ich mir sicher. Mhm. Mhm. Ja. Tja. Kostspieliger Afrika-Cup
für den VfB? Ich finde es spannend, weil, na gut, sie haben noch 34 Punkte, sind noch 6 Punkte vor Freiburg, wobei Platz 7 wahrscheinlich sogar auch noch fürs internationale Geschäft reichen könnte. Aber die Champions League ist natürlich, wenn du so nah dran bist, jetzt mit Borussia Dortmund und Leipzig auf einen Punkt ran. Ja, also Frankfurt wollen wir auch nicht mal ausnehmen. Die haben immerhin gegen Leipzig gewonnen, auch gegen Bayern schon gewonnen. Und wenn sie die kleinen Spiele dann noch besser bestreiten, dann sind die auch Kandidat für da oben. Aber es sieht schon tendenziell eher danach aus, dass sich Leipzig, auch wenn die jetzt verloren haben, und Dortmund da vielleicht nochmal auf die Champions-League-Plätze heben können. Aber das wäre ja auch albern, jetzt zu glauben, dass das nahtlos weitergeht mit Stuttgart. Nee. Aber ich würde es auch noch nicht ganz madig reden. Ich will jetzt nochmal die nächsten beiden Spiele abwarten. Jetzt kommt Leipzig, es kommt noch das Leverkusen-Pokalspiel. Was ist da noch dazwischen? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber Noah hat ja auch online die These aufgestellt. In Freiburg auf Twitter die These aufgestellt, dass sie Auswärtsprobleme haben. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also auswärts hat der VfB zuletzt meistens schlechter ausgesehen als zu Hause. Sie spielen auswärts in Freiburg. Ja, aber sie spielen jetzt erstmal zu Hause gegen Leipzig, oder? Ja, und dann können sie erstmal da zeigen, dass vielleicht da auch so ein bisschen der Auswärtseffekt damit reingespielt ist. Das ist schon schwierig. Ich meine, Leipzig wird jetzt nach 2 Niederlagen auch da alles dranlegen. Ist ein direkter Konkurrent um die Champions League Plätze. Also das wird, dann haben sie auswärts in Freiburg auch quasi, ja, nicht direkter Konkurrent, aber Freiburg will auch oben den Anschluss halten an die internationalen Plätze. Dann hast du Leverkusen im Pokal, also englische Woche. Also Stuttgart muss aufpassen. Pass auf, Stuttgart. Ich möchte euch noch mit einer Statistik konfrontieren. Unbedingt. Dann können wir das Spiel abhaken. Bochum. Es hat seit dem Aufstieg vor 3 Jahren, bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall vor jeder Saison von uns als Absteigskandidat getippt. Und ja. Seit diesem Aufstieg haben sie nur 13 ihrer 43 Heimspiele verloren. Das ist ihr Faustpfand, ja. Das ist ihr Faustpfand. Das ist schon eine krasse Statistik, wenn du bedenkst, dass sie eigentlich praktisch jedem Gegner der Liga individuell unterlegen sind. Dass sie trotzdem nur 13, also sie nur jedes mehr als dritte Heimspiel verlieren. Mhm. Ist da nicht direkt ein Gefängnis am Stadion? Ja. Vielleicht schreckt das die Leute auch ab. Mhm. Das sind so ein paar harte Jungs, die dann immer gucken mal so aus, wie du machst. Und dann ja, wer weiß, vielleicht ist das Spielfeld nicht auch relativ klein? 60 Zentimeter. Ja. 60 mal 8. Ja, aber ist ja schon so, wenn du eine Mannschaft bist, die eher auf das Zerstörende spielst und auf Kämpfen und Räume eng machen und so weiter, wenn du dich darauf konzentrierst und dann hast du ein etwas kleineres Spielfeld und nimmst dadurch den spielstärkeren Mannschaften den Raum auch, um dich auszukombinieren, das kann natürlich auch schon ein Faktor sein. Und dann die Atmosphäre da und so, das ist schon... Gibt's im Eishockey übrigens auch. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Früher war das so, dass die NHL-Eishockeyfelder kleiner waren, ein bisschen kleiner als die in der DEL. Und als diesen Streik gab und die ganzen NHL-Spieler für irgendwelche DEL-Vereine gespielt haben, konnten ihr Glück nicht glauben, wie viel Platz sie da haben, um irgendwelche drittklassigen Spieler zu umkurven. Weil du den Platz natürlich in der NHL sowohl von der Geschwindigkeit als auch vom Feld nicht kriegst. Weiß ich noch, die erstaunten Gesichter unter den Helmen teilweise. Die erstaunten Gesichter unter den Helmen. Ja, die spielen ja teilweise, gab es ja Spieler früher in der NHL, kleiner Funfact, die ohne Helm gespielt haben. Mhm. Weil die gesagt haben, der Helm blockiert mich. Und da gab es noch keine Helmpflicht. Ja, so war es früher so. Haben die ohne Helm Eishockey gespielt? Ja. Überleg mal. Ja, die sahen aber auch alle so aus. Ja. Ja. Auch die Torhüter haben ja teilweise ohne Helm gespielt. Ja, da ist so, die haben Face Masks schon irgendwo gehabt. Aber das war ein anderer Sport vor 50 Jahren. Ja, die aus dem Fußball beitragen, aus meinem neuen Buch zum Wunder von Bern. Mhm. Die hatten ja damals diese neuen Schuhe, diese neuen Adidas-Schuhe beim Wunder von Bern, die als großartig, und das ist ja ein Grund, warum wir damals 54 Weltmeister geworden sind. Was? Wegen den Schuhen? Wegen den Schuhen. Kannst du das Buch dann nachher lesen. Aber auf jeden Fall Max Morlock, einer der Spieler damals, wollte die partout nicht tragen, weil die ihm zu leicht waren. Max Morlock klingt wie ein Rapper. Mhm. Max Morlock? Ja. Hast du den Nürnberg-Fans gegen dich aufgebracht? Morlock-Dilemma, kennst du ihn? Egal. Doch, kenne ich. Max, und der hat sich geweigert, die zu tragen zuerst, weil er gesagt hat, ich will Schuhe, die mindestens Kilo wiegen. Weil ansonsten bricht mir der Gegner das Bein. Und dann, aber was war jetzt das Besondere an den Schuhen? Dass die besonders leicht waren. Dass die halt leichter waren, dass du da erstmal die Stollen abschrauben konntest und dann andere Stollen anschrauben konntest. Dass natürlich, wenn du einen Schuh hast, der weniger wiegt, dann saugt er sich auch nicht so mit Wasser voll. Und die Deutschen waren die Einzigen, die diesen Schuh hatten. Ja, die hatten die neuartigen Adidas-Schuhe. Mhm. Genau, die waren neu entwickelt. Von Adidasler. Von Adidasler. In seiner Schuhwerkstatt.
In Herzogenaurach. In Herzogenaurach. Der war ja sogar mit bei der Nationalmannschaft damals. Ja. Musst du dir vorstellen, der Chef von Adidas saß da mit am Spielfeldrand und hat dann in der Halbzeit die Schuhe von den Spielern. Kanye West saß da am Spielfeldrand. Genau. Weiter geht's, ich kopf's Treffer ab. Ja, ich merke das leicht abgeschwurft. Ja. So, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein spektakuläres Spiel. Zum Beispiel Freiburg gegen Hoffenheim. Haben wir gerade schon mal kurz in die Glaskugel geschaut, weil sie gegen Stuttgart spielen. Jetzt zu Hause gegen Hoffenheim. War ein sehr, sehr munteres Spiel. 2-0 Führung gegangen ist Freiburg. Auch nicht unverdient. Dann kommt Hoffenheim zurück. Auch nicht unverdient. Mhm. Steht 2-2. Dann fliegt in der whatever, wann war das? 80. oder so? Und wann ist er runtergeflogen? 82. 82. fliegt der Freiburger Gulde vom Platz. Und dann dachte man so, oh, vielleicht jetzt geht das ja so weiter. 2 Tore aufgeholt, dann kannst du mal einen Lucky Punch setzen und gewinnst dann im Breisgau. Kommt aber alles anders. Freiburg macht den Lucky Punch. Und zwar durch Schollei. Nachdem Baumann zuvor noch gut pariert hatte. Und holt die 3 Punkte. Und Christian Streich rastet aus. Wer besser performt? Christian Streich oder Lieberknecht? Ich glaube, finde Xabi Alonso, habt ihr das gesehen? Wie Xabi Alonso nach dem 3-2 so einmal den Arm gehoben hat und dann wieder zurück. Ja. Nee, er ist zurück, weil er fast ausgerutscht wäre. Achso. Er ist losgesprintet, aber er hatte nicht das passende Schuhwerk, weil Adi Dassler nicht auf der Ersatzbank sitzt und ihn mit Stollen versorgt hat. Er war fast ausgerutscht und dann hat er gemerkt, fuck, ich kann mich jetzt hier nicht hinlegen, ich bin schönster Trainer der Liga. Das sieht nicht gut aus. Und dann ist er wieder umgedreht. Okay, Freiburg gegen Hoffenheim. Ja. Hab's mir angeschaut, es war ein richtig, richtig tolles Spiel. Mhm. Es hat richtig viel Spaß gemacht, weil es nicht nur so war, dass da viele Tore gefallen sind, sondern es gab auch Spektakel im gesamten Spiel. Freiburg hat in der ersten Halbzeit wirklich ein gutes Aufbauspiel gezeigt, Hoffenheim eher über Konter versucht, ins Spiel zu kommen. Und als dann Freiburg 2-0 vorne lag, hatte aber auch Hoffenheim noch Ideen im Tank und haben es auch noch gut rausgespielt, auch mit einem starken Kramaric, mit einem starken Bayer, mit einem starken Weghorst vorne drin, um das Spiel wieder zu drehen. Und am Ende war es dann eben der Lucky Punch, beziehungsweise der eine gute Angriff, den die Freiburger noch mit 10 Mann im Köcher hatten, der für den Sieg gesorgt hat. Ich stelle mir so allgemein bei Hoffenheim aktuell so ein bisschen die Frage, sind die einen guten Abwehrspieler davon entfernt, um Europa mitzuspielen? Oder haben die einen guten Stürmer zu viel, um gegen den Abstieg spielen zu müssen? Ja, weil die haben jetzt in den letzten vier Spielen jeweils 3 Gegentore kassiert, aber schießen halt vorne auch ihre Dinger. Und wenn du halt guckst, wie halt das Weghorst-Bayer-Kramaric-Dreieck vorne funktioniert hat, auch in diesem Spiel wieder, das war schon aller Ehren wert. Freiburg musste auch erstmal 2 Tore einschenken mit ihrer sehr kompakten, sehr giftigen Spielweise. Auch nach einem 0-2 Rückstand so wiederzukommen. Auch diesen geilen Pass, den Grilic da gespielt hat, vor dem 2-2 aus der Abwehr heraus. Andererseits spielte auch kurz zuvor einen richtig miesen Pass zum 0-2. Also da hast du ja auch wieder so einen Faktor Grilic, offensiv geil, defensiv nicht so geil und musst dann Dreierkette spielen, weil du das Personal nicht hast hinten drin. Ja, weil du Vogt verkauft hast. Du hast Vogt verkauft, du hast jetzt Salai, oder wie man ausspricht, den Verteidiger, ausgeliehen an Freiburg. Der wird jetzt da dann wahrscheinlich Gulde ersetzen in der Abwehrkette. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob die gut sind oder schlecht sind. Das ist die Frage, die sich mir stellt bei Hoffenheim. Ich finde, sie sind schlechter, als die Namen es hergeben. Also wenn man so die Startelf sich anguckt, denkt man, das ist eine Mannschaft, die eigentlich um internationale Plätze mitspielen müsste. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber underperformen ein bisschen dieses Jahr. Sind auch wie letzte Saison auch schon so inkonstant irgendwie. Immer schon. Ja. Das ist deren Trademark. Man kann, also ich finde auch Hoffenheim zu prognostizieren, ist somit das Schwerste. Man weiß einfach wirklich überhaupt nicht, was man kriegt. Den traut man zu, dass die auch mal einen Gegner 5-0 wegballern, aber genauso gut, dass die komplett untergehen und ja, keine Ahnung. Zumindest ist was los. Jetzt hier 3-3 Darmstadt, zuletzt auch. Und dieses 3-2 jetzt auch sehr spektakulär. Manchmal denke ich drüber nach, wenn ich so Hoffenheim sehe, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das hätte auch Waldhof Mannheim sein können. Was das für einen Unterschied machen würde, wenn Waldhof Mannheim da jetzt spielen würde, statt TSG Hoffenheim. Die würden wahrscheinlich auch dann wegen Geld und Hopp. Ja, aber ja, na klar, aber das wäre so trotzdem der Name, so meine Generation kennt Waldhof Mannheim noch teilweise auch Bundesliga gespielt. Mhm. Zumindest aber auch zweite Liga lang. Also es ist ein. Das ist Fanfreundschaft, der Eintracht. Ist schon ein großer Name. Dann denke ich mir immer so, hey, wenn da jetzt so ist die Frage Waldhof Mannheim. Das hätte schon so einen Nostalgiefaktor. Allein deswegen wäre das. Aber Waldhof ist zu stabil für sowas. Oh. Die haben keinen Bock, sich aufkaufen zu lassen.
Ist jetzt auch viele Jahre her. Ja, I know. Manchmal denke ich, in meinem Kopf lese ich dann Waldhof Mannheim und denke ich mir so. Aber wir sind uns alle einig, dass wir keinen Bock haben, über Freiburg groß zu reden. Das merke ich schon. Ich muss jetzt mal die Ohren zuhalten, weil ich würde schon noch gerne einmal Freiburg loben. Ja, mach mal Lob. Soll ich die Europacks holen? Nein, jetzt Lob. Die haben sich gemausert im Verlauf dieser Saison. Und das ist immer wieder in den vergangenen Jahren dasselbe Bild. Man ist dabei, sie so ein bisschen abzuschreiben, zu sagen, jetzt ist ihr hoher Lauf beendet. Aber die haben schon ein so hohes Grundniveau, dass Streich dann im Zweifelsfall dann wieder zwei Gänge zurückschaltet, sagt Kompaktheit und dann darauf wieder langsam aufbaut. Und du merkst, dass sie jetzt wieder eine neue Sicherheit gewonnen haben, auch im Spielaufbau. Grifo mit einer sehr, sehr starken Leistung auf links. Jetzt hat sich da mal wieder angeboten, immer wieder die Lücken gefunden, in die Mitte gezogen, Torschüsse gemacht. Du hast auch junge Spieler, die sich da sehr gut einbinden mit Makengo und mit Sedida jetzt als Außenverteidigerpaar. Auch taktisch ein guter Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette hinten drin. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Die haben sich da so wieder ganz langsam rangeschlichen und sind plötzlich jetzt wieder in der Verlosung um einen Europapokal ran. Ja, absolut. Die haben eben dann doch irgendwo so eine Effizienz, die vielleicht auch Hoffenheim dann abgeht, wenn du mit minus 4 Toren 28 Punkten stehst. Das ist schon eine ganz gute Bilanz, kann man sagen. Ne? Ja, die haben sich berappelt, muss man sagen. Ist ja auch eine Leistung, finde ich, dann gegensteuern zu können. Yo, also munteres Spielchen und am Ende mit einem glücklichen Sieger aus Freiburg. Dann haben wir noch Gladbach, ne? Heidenheim-Wolfsburg haben wir auch noch. Beide noch. Hm. Womit wollt ihr anfangen? Gladbach gegen Augsburg, Sonntagsspiel. Mhm. Ja. Gute Augsburger sind ein bisschen überraschend in Rückstand geraten durch eigentlich einen Torwartfehler, ne? Also Darm löffelt den so weg, kriegt den nicht richtig weg. Dann Player, der den so richtig so an den langen Pfosten hebt und dann Jordan, der dann sich da durchsetzt gegen Dingsbums. Mhm. Gövelöf ist ein schöner Name. Und da waren die Welten auch in Ordnung, aber Augsburg war, finde ich, über die meiste Distanz die bessere Mannschaft, haben ein gutes Spiel gemacht, haben sich das verdient, diesen Sieg. Gladbach hat da zu wenig gemacht, dann auch nach der Führung. Und Augsburg bestätigt die gute Form, in der sie sind, dass sie dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen. War ein verdienter Sieg, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und wenn du dich, Etienne, aufregst, dass Frankfurt gegen Darmstadt mit dem Spielen aufhört nach dem 2-0, was sollen dann Gladbach-Fans sagen? Die haben das jetzt wiederholt mal erleben müssen, dass ihre Mannschaft nach einer Führung komplett das Fußballspielen aufgibt und den Gegner in die eigene Hälfte einlädt. Und Augsburg hat dann eben nicht mit spielerischer Finesse, aber doch mit ordentlich Wucht, mit Zweikampfintensität, auch mit dem Gewinnen von zweiten Bällen dafür gesorgt, dass das Spiel gar nicht mehr rausging aus der Gladbacher Hälfte. Und dann stand es plötzlich 2-1 für Augsburg und dann war plötzlich Gladbach in der Rolle, das Spiel machen zu müssen. Und die haben dann den Schalter ein bisschen, aber nicht komplett umlegen können, dass sie dann noch das Spiel wieder zurückgefunden haben. Also ich finde gut, dass Jakic eingewechselt wurde und nach 7 Minuten schon seine erste gelbe Karte kassiert hat. Das ist genau das, was wir in Darmstadt gebraucht hätten übrigens. Er kommt rein, sagt direkt so, Jebote, und bam, kriegt er erst schon die Knie gebrochen. Muss loslassen. Ja. Ist ein guter, ich mag den. Ich mag die Raute von Augsburg. Da haben wir jetzt auf Raute umgestellt, schon gegen Leverkusen. Richtig schön mit Gib ihm, richtig schön Pressing. Wir machen euch da im Zentrum kaputt. Und die sind ja auch so intensiv, die laufen ja wie blöde. Das ist ja das Augsburg-Ding. Das ist nicht schön anzusehen, aber der Gegner darf sich da keine Sekunde ausruhen und dann fliegt der Ball hoch und ja und die und ob und blub und Augsburg dringt den Gegner so richtig nieder. Das ist wieder so Vintage Augsburg, was vielleicht ein bisschen verloren ging unter Torops Vorgänger Maaßen. Ist jetzt wieder mit Torup zurückgekehrt. Ja. Und ganz erfolgreich. Ja. So, und Gladbach, ähnlich wie Hoffenheim auch, da fehlt die Konstanz, um sich irgendwo zu orientieren. In beide Richtungen geht nicht viel. Eher nach unten müssen sie vielleicht noch mehr aufpassen. Aber haben noch ein recht komfortables Polster. Aber sollten jetzt auch nicht allzu viel wegschenken. Nicht, dass du dann auf einmal in so eine Spirale reinkommst. Die sind so ein bisschen im Niemandsland. Diese Saison. Ja. Ja. Vor allen Dingen hattest du jetzt auch die Chance, eben nach vorne ranzurücken mit einem Sieg gegen Augsburg. Hast es vermasselt. Das haben es diese Saison noch nicht geschafft, zwei Spiele hintereinander wirklich zu performen. Haben jetzt auch den Saisonrekord aufgestellt, dass sie in 4 Spielen hintereinander 4 verschiedene taktische Formationen eingesetzt haben.
Auch da kannst du sagen, ja, sind flexibel auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, es fehlt die Eingespieltheit und die Automatismen. Deswegen lassen sie sich auch immer so häufig nach hinten fallen, weil sie eben gar keine Automatismen haben im Pressing. Das ist die Mannschaft, die am wenigsten den Gegner in dessen Hälfte stört. Und das beißt sich so ein bisschen damit, dass sie dann eigentlich einen guten Konterfußball spielen. Aber wenn du dann natürlich keine Ballgewinne hast, dann kannst du auch nicht kontern. So sieht das aus. Jo, dann haben wir noch Heidenheim gegen Wolfsburg. Das war wieder mal nicht so schön zum Anschauen. Wolfsburg geht in Führung, recht früh, in der 7. Minute schon, durch Czerny. Und dann hat Heidenheim natürlich versucht, zurückzukommen. Annulliertes Tor noch in der 21. Spielminute. Und dann hat es gedauert bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das war nach einer Ecke, glaube ich, auch wieder, ne? War das noch eine Standardsituation? Ja, ne? Mhm. 1-1. Und ja, ey, seien wir ehrlich, das war einfach nicht besonders schön. Also insbesondere Wolfsburg. Gut, in Heidenheim ist unbequem, ne? Wissen wir alle. Aber Wolfsburg findet auch nicht in die Spur. Bei Heidenheim kannst du lobend erwähnen, holst einen Punkt gegen Wolfsburg, machst du alles richtig als Aufsteiger. Aber Wolfsburg auch nicht in der Lage, diese frühe Führung irgendwie gewinnbringend für sich einzusetzen und kommt nicht richtig ins Rollen. Bleibt eine Enttäuschung für mich. Was meint ihr? Wir nehmen die Sendung hier am Montagvormittag auf. Sie erscheint Montag Nachmittag. Um 17 Uhr. Oh, dann Kovac muss Angst haben, meinst du? Meinst du, der ist noch Trainer, wenn diese Sendung hier ausgestrahlt wird? Ich fände es ein bisschen inkonsequent, wenn man ihn jetzt entlässt, weil dann hätte man auch die Winterpause irgendwie besser nutzen können. Weil warum hast du dann, wenn du so unzufrieden bist, dass du ihm nach einem Unentschieden auswärts, auch wenn es jetzt gegen Heidenheim ist, die ja auch jetzt keine absolut grottige Saison spielen, wenn du ihn dann rausschmeißt, dann hast du im Prinzip dich selber beraubt um eine gescheite Integration von einem neuen Trainer. Andererseits 0-0 gegen Mainz, 1-1 gegen Heidenheim, zwei Teams, die wirklich Abstiegskandidaten sind. Das ist ja nochmal eine neue Dimension. Und ja, kannst aber auch sagen, seit 3 Spielen, na gut, das Schalke-Spiel war, glaube ich, nun. Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt schon rausfliegt. Sonst hätten die das schon gemacht. Hm. Ich glaube, dass man ihm noch ein bisschen Vertrauen entgegenbringt. Aber was steht denn jetzt als nächstes an bei Wolfsburg? Ja, mal gucken. Köln. Jetzt zu Hause gegen Köln, zu Hause gegen Hoffenheim. Und dann auch Union. Also da hast du jetzt 3 absolut machbare Aufgaben aus Wolfsburger Sicht. Da wird man sicherlich erwarten, also schon gegen Köln könnte schon das letzte Spiel sein. Wenn Wolfsburg nicht gegen Köln gewinnt, glaube ich, brennt der Baum in Wolfsburg. Das glaube ich schon. Ja, gegen Köln müssen sie gewinnen. Auf der anderen Seite ist das auch wieder so eine Verlängerung, ne? Also wird kein Befreiungsschlag werden, wenn du gegen Köln gewinnst. Nee, aber es ist das Mindeste. Das ist das Mindeste, genau. Ganz genau. Und in Köln andererseits hast du die Situation, wenn du das jetzt auch verlierst, ist auch der Trainereffekt weg. Dann hast du irgendwann nicht mehr so viele Argumente. Ich finde ja eher das Problem, was ich auch eben meinte, so ist, geht gar nicht mal so um die Ergebnisse beim VfL Wolfsburg, sondern auch um die Art und Weise, wie sie spielen. Die muss einen ja eigentlich auch irgendwie unzufrieden machen, weil du hast da eigentlich schon einen ganz ordentlichen Kader, der auch gut was kostet. Und dann willst du natürlich auch vielleicht ein bisschen geileren Fußball einfach mal sehen. Mhm. Und das, finde ich, ist eher so ein bisschen das Problem, dass Wolfsburg und Kovac da ja mit den unattraktivsten Fußball der Liga spielen. Also. Ja. Ne? Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe das auch nur gesehen und dann die Statistiken mir reingeguckt und die Highlights reingedacht. Aber dann hatte ich gestern Abend noch einen Slot gehabt, wo ich dann nochmal Heidenheim gegen Wolfsburg im Real Life gucken kann. Das war meine Lebenszeit auch selbst mir nicht mehr wert dann irgendwann. Weil das sah schon in den Highlights, sah das so grausam aus. Wenn du dann siehst, Wolfsburg schafft es halt 48% Ballbesitz zu sammeln gegen Heidenheim. Da denkst du dir auch, was soll denn das? Wie könnt ihr denn mit 79% Passgenauigkeit gegen Heidenheim da rauskommen mit diesen Spielern? Das ist doch eine Frechheit eigentlich. Das ist doch eine Frechheit, ja. Denke ich mir. Vielleicht braucht Kovac schon noch Zeit, wer weiß, kann ja sein. Aber momentan ist das halt absolut nicht dem angemessen, was da für Spieler auf dem Rasen stehen. Hm. Tja, da gehe ich mit. Dann haben wir Mittwoch das Nachholspiel. Bayern gegen Union. Da sind natürlich die Vorzeichen schon, okay, Bayern, was machen sie, wenn sie verlieren? Trotz Reaktion könnte schwierig werden für Union. Und dazu kommt noch, dass das Spiel in Mainz jetzt auch noch abgesagt wurde für Union. Also die haben jetzt 2 Nachholspiele. Das ist natürlich auch super ungünstig, so ein bisschen für den eigenen Rhythmus. Von daher keine so guten Vorzeichen. Mhm. Ja, müssen wir gucken. Ich erwarte einen Bayern-Sieg. Ich sag, was ich, 3-0 oder sowas. Also
Wobei, wenn man so ein bisschen die Fantasie spielen lässt und sich jetzt überlegt, die Bayern würden hier auch noch mal Punkte lassen jetzt gegen Union, dann hätten wir auf jeden Fall eine Menge zu diskutieren, glaube ich, nächste Woche. Aber das wäre interessant. Ja. Ja, man weiß es nicht. Die Bayern diese Saison unberechenbar fast schon, aber es würde mich auch wundern, wenn die da was anbrennen lassen jetzt. Wir werden sehen, wenn Union es schafft, wieder gegen Real Madrid in der Champions League da lange das Bollwerk zuzumachen und Bayern sich dann schwer tut, vielleicht 0, mal gucken. Könnte auf jeden Fall auch für Unruhe sorgen, aber ich glaube, die Bayern machen das. Gut, wir machen das auch, indem wir die Sendung beenden. Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, ja? Abonniert doch mal den Kanal, ey. Was ist los? Was ist denn überhaupt los, Leute? Ernsthaft, ich habe das geguckt. Doppelte Anzahl an Menschen gucken diese Sendung an, haben nicht abonniert. Das heißt, die Hälfte von euch weigert sich, auf diesen Abo-Knopf zu drücken. Was ist denn? Erklärt mir das mal bitte. Was soll das? Was regt dich mehr auf, die Eintracht nach dem 2:0 oder dass die Leute nicht abonnieren? Ehrliche Antwort oder die Eintracht? Schade. Die Chance. Aber das regt mich trotzdem sehr auf, dass ihr das nicht macht. Ich verstehe das nicht. Das hilft uns immens. Es hilft euch immens. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Und es gibt einfach Leute, so, weiß ich nicht, knapp 30.000 Leute gucken die Sendung und sagen, ah, jetzt kommt wieder der Aufruf. Nee, mach ich nicht. Mir doch egal. Ich abonniere das nicht. Ich google, ich gebe es lieber wieder manuell ein, einfach nur, um es nicht zu abonnieren. Ja, das ist eine Unfassbarkeit. Ist für mich noch vor dieser Banner-Situation das Unverständlichste an diesem Spieltag. Aber ihr könnt das jetzt nachholen. Seid nicht so. Drückt auf den Abo-Knopf und dann verpasst ihr nichts, auch nicht die anderen tollen Sendungen, die für euch auf dem Bundesliga-Kanal regelmäßig veröffentlicht werden. In dem Sinne, nächste Woche. Mich hat sogar einer bei Twitter angeschrieben. Ist True Story. Kann man nachgucken. Ja? Der hat gemeint, wann kommt denn die neue Bundesliga-Folge? Habe ich ihm geantwortet, habe gesagt, die ist schon seit 3 Tagen draußen. Da sagt er, na toll, auf einem anderen Kanal. Ja gut, also ein bisschen Eigenverantwortung. Das geht natürlich nicht. Wer war das? Marc Lehmann oder wer? Gut, lassen wir das. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.